Gerechtigkeit und nicht mal kein Raffi, sondern IM Christian Seel. Hallo auch dir, Christian. Schön, dass du heute mit am Start bist. Jo, hallo zusammen. Ich habe dich schon als Gast in den Titeln bei YouTube und bei Twitch erwähnt. Und ja, jetzt ist es raus, jetzt ist die Katze aus dem Sack und die Katze heißt Christian. Und ja, was wir heute so machen werden und was ich mit Christian vorhabe, das erzählen wir euch gleich. Erstmal schauen wir, ob die Technik funktioniert, ob ihr Christian denn auch so gut hören könnt wie ich. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen lauter zu hören sein, deswegen brauchen wir da erstmal ein bisschen Feedback von euch im Chat. Ja, Und klar. dann legen wir los. Genau, du tust ab und zu was sagen. Hast du eine Katze zu Hause? Nee. Habt ihr Ich habe Haustiere? tatsächlich jetzt zwei Kätzchen bekommen, ja. Ah, wie süß. Schön. Wenn du die nachher mal holen könntest und in die Kamera halten, kriegen wir viel, viel mehr Zuschauer. Das glaube ich gerne, aber ich glaube, die dürfen nicht frei rumlaufen und vor allen Dingen dürfen die nicht bei uns ins Haus. Ach so, sind die noch nicht stubenrein, oder? Das auch nicht, aber die sind auch noch, glaube ich, nicht gechippt. Ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstmal chippt und kastriert, bevor die durch die Gegend streunern. Ah, okay. Chippen nennt man das jetzt. Das ist ein kleiner Euphemismus für Nee, echt? entmännlichen. Nee, nee. Beim Chippen geht es darum, dass man die wiederfindet. Ach so, ich dachte. Genau. Nein, das nicht, das nicht. Okay, ah, verstehe, verstehe. Chippen. Okay, also mit einem Chip versehen, nicht abschneiden. Korrekt. So, also The Christian ist Power soweit. Du und musst ein bisschen Floku. lauter machen. Richtig, genau. Ja, jetzt wollte ich schon hier der Star der Show bleiben, aber das sehe ich ein, dass ich dich ein bisschen hochkurbeln muss. So, Moment, wo ist denn das hier? Oh, kriegen wir alles hin, gar kein Problem. So, und zwar stellen wir dich mal auf so laut. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. So laut. Ja, dann schauen wir doch mal, ob das so passt oder nicht. FloQ44, kannst du uns sagen, ob das jetzt besser ist? Jo, also, herzlich willkommen erstmal, Floco und The Power. Power sagt, ist gut. Ist übrigens Phil Super. Taylor, der bei uns zuschaut. Du bist ja auch ein großer Darts-Fan, oder? Ja, muss ich natürlich jetzt hier einmal so hochschwenken, ja, auf die Dartscheibe. Ja, das gefällt. The Power. Okay, jetzt ist es besser. Ist es denn perfekt? Weil ich kann mühelos noch weiter hochdrehen, den Christian, oder runterdrehen. Sag mal Bescheid, ob wir uns genau gleich laut anhören. Hallo auch Akif und Der Akif. Hans B., der Akif. Ja, wir kennen uns schon. Ich lasse den Artikel häufig weg inzwischen, einfach um Zeit zu sparen. So. Wie wär's mit Turnier? Okay, also sag mal Bescheid nochmal, ob alles in Ordnung ist mit dem Ton und Ja, scheint doch ja, gut zu dann. sein, oder? Genau, also wenn man keine Beschwerden bekommt, dann ist meistens gut. Oh, guck mal, da kommt schon der Nightbot und sagt: Nur noch heute im Black Friday Week Sale 25% auf alle Kurse und Bundle auf chessame.com. Moment, der Chat ist irgendwie Ja, da ungünstig brauchst du eine ausgeschaltet. erotischere Stimme für. Ja, deswegen habe ich ja dich für heute engagiert. Probier du es mal. Nur noch heute im Friday Weekend Sale 25% Rabatt auf alle Kurse von Chessimi. Außer Tiernahrung. 25% auf alles außer Tiernahrung. So sieht das nämlich aus. So, guck mal. Den schneiden wir auch noch zurecht. Also chippen quasi den Chat. Oder nicht chippen. So. So, dann hau Und mal dann. rein. Was steht denn heute an? Ja, also ich habe mir Christian herangeholt, der nämlich ein großer Experte ist für sämtliche Schacharbarten und nicht nur Schach, aber vor allem Schacharbarten. Und wir werden heute ein bisschen uns ausprobieren an so Sachen wie Crazy House. Da hat Christian mir gerade zum Beispiel gesteckt, dass er früher mal einer der besten Crazy House-Spieler der Welt ist. Und Christian untertreibt gerne, er war wahrscheinlich der beste Crazy House-Spieler der Welt. Das definitiv nie, aber ich war tatsächlich mal relativ gut. Ja, und ich wollte heute einfach wieder ein paar Schachvariationen spielen. Mir macht das in letzter Zeit am meisten Spaß in den Streams und ich glaube den Zuschauern auch. Also wir nehmen auch normale Herausforderungen an, zwischendurch mal als
Pausenfüller, als Lückenbüßer. Aber ansonsten fordert uns doch gerne heraus in Crazy House. Okay, Chess 960, wir haben auch schon mal zusammen in Mainz gespielt, kann das sein? Also nicht, dass wir zusammen gewohnt haben, aber im gleichen Jahr haben wir da beim Audix oben mitgespielt, beim Chess 960, oder? Ich habe Mainz quasi jedes Jahr gespielt. Es war mein absolutes Lieblingsturnier. Insofern ist es mit Sicherheit so. Ja, dann trügt mich meine Erinnerung nicht. Genau, das hatte ich noch im Hinterkopf, dass du ein Chess 960-Fetischist bist. Oder bist du ein Mainz-Fetischist oder bist du ein. Eher der Mainz-Fetischist, ja. Okay. Ähm, Warum? ja, ist eine wunderbare Stadt. Meine Frau kommt ja auch aus der Nähe, also dementsprechend noch besser natürlich. Und Mainz war auch immer das absolut geilste Turnier. Also was Hans-Walter Schmitter auf die Beine gestellt hat, jedes Jahr aufs Neue, das war schon echt stark. Dem kann ich nur beipflichten. Ja, Christian, jetzt haben wir leider die Hälfte unserer Zuschauer verloren, weil du dich geoutet hast als schon vergeben, verheiratet. Dann ist natürlich die weibliche Zuschauerschaft schon jetzt wahrscheinlich abgesprungen, Ich aber ein dachte, das bisschen ist Schwund ist Mr. Cooler immer. als Mr. Europa Cup. Oh. Nee, das hast du falsch verstanden. Dafür bist du heute da. Okay, also ich habe dich noch ein Müh höher gestellt. Wunderbar. Oh, also deine Lautstärke und jetzt müsste das alles passen. Dann nimm mal an, was kommt. Wir spielen viele So. Varianten, die kommen zwischen Racing Kings, Genau. Atomschach, Räuberschach. Genau, also hier haben wir es gesehen, Chess 960, da sind wir pappen geblieben. Übrigens, sehr cooles Interview mit Hans-Walter Schmidt im Schachgeflüster-Podcast. Kennst du den? Ja, ich habe tatsächlich das Interview auch gesehen und fand es natürlich super. Ja, das war, also ich kenne ihn persönlich nicht, kannte ihn persönlich nicht, aber das hat mir sehr imponiert, so seine Hands-on-Mentality, so in seine Macher-Art. Ja, Kanntest du ihn persönlich? ich habe ihn jetzt, ja, jetzt nicht sehr gut, aber ich habe ihn so ein bisschen flüchtig kennengelernt, weil ich damals ja meistens mit Levon oder Wladimir Potkin in Mainz war zusammen und dann, ja, habe ich ihm auch mal die Hände geschüttelt und mich bei ihm bedankt für das Hotelzimmer oder solche Sachen. Also Alles klar, war also einen mit sehr, Le sehr netten Eindruck. Du hast also früher immer mit Levon abgehangen und mit Wladimir P. Sternchen, 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 IN. GM. IN. IN am Ende. IN. Ah, okay. Das war zu viel, ja. Ja. Ja, unvergessen. All diese Momente und Stories. Okay, also Chess 960 Spiel. Genau, ich wollte noch kurz die unterschiedlichen Variationen nochmal kurz hier beleuchten. King of the Hill habe ich dich, glaube ich, auch schon spielen sehen in deinem YouTube-Kanal, der hier gerade schön angezeigt wird, hier vom Nightbot. Erzähle ich euch gleich noch was zu. Three Check, auch gerne. Hast du auch schon mal gespielt, glaube ich, Alles in schon deinen gespielt. Videos. Alles schon gespielt. Anti-Chess ist Räuberschach. Das ist meine Lieblingsvariante in letzter Zeit. Also ich hatte mal eine Atom. Zeit lang das Ziel, alles über 2-2 zu haben, aber das ist gar nicht so einfach. Also es gibt da so ein paar Okay. Varianten, die echt hart sind. Also Racing Kings über 2-2 ist nicht so einfach und es gab noch eine andere Variante, die mir jetzt nicht einfällt, die auch nicht so einfach ist. Ja, wir werden es probieren heute. 2-2 in allen Disziplinen. Also fordert gerne auch gewertet heraus. Ja, und dann gibt es noch Horde, da habe ich auch ein Video von dir gesehen und Racing Kings fordert uns heraus. So. Gut, also alle 15 Minuten kommt ein automatischer Hinweis vom Nightbot, der zu deinem YouTube-Kanal führt, den ich echt nur wärmstens empfehlen kann. Ich habe auch ein Video vorbereitet, um es kurz zu zeigen hier für unsere Zuschauer. Ja, richtig cooler Content finde ich auf Englisch, aber denke für die meisten Menschen aus Deutschland leicht verständlich, Ja, nichtsdestoweniger. guck mal, was da alles angeboten wird. Dann mach doch mal einen von den Crazy House Leuten da. Ja, sofort, sofort. Ich wollte kurz mit dir nochmal das Intro von deinem eigenen Video mir zusammen angucken. Ich musste ganz schön lange suchen. Ich glaube, du hast es. Es ist mittlerweile das Outro, ja. Es hat sich ein bisschen verändert, weil es ein Okay. bisschen zu lang war für so ein, ja, immer mal gucken und so. Okay, wir spielen es trotzdem einmal ab, auch für die Zuschauer. Welcome back to the channel. Last week,
Ja, das lassen wir jetzt einfach so stehen mit der Runde. Wunderbar, danke schön, Ilja. Das sieht doch wunderbar aus. Da haben wir, oder hast du Bundesliga gespielt, ne, in Aachen, ja. Ja, richtig, das ist die Geschichte vom Papp-to-Papp-Nase, ne? Ah, okay. Sarah Papp oder Nee, der Ehemann, wie ich das Gabor. herausgefunden habe. Ja, Leute, also hier, abonniert Christians Kanal. Er ist echt Hammer und ist viel zu selten abonniert bisher. Hat sich nur nicht genug rumgesprochen. Wo steht das denn hier? Wie viele Abos du hast? Steht hier gar nicht. Habe ich, glaube Aber ich, wir vom müssen. Charme ausgeblendet. Aber heute Morgen stand es da noch. Nein, nein, mach das mal. Komm, dann lass doch Hier. mal was zocken hier. Ja, okay. Willst du Also nicht? Leute, guck mal, wie viele coole Videos hier zu allem Möglichen. Zu Shogi. Christian war auch mal deutscher Shogi-Meister. Christian ist übrigens auch Professor der VWL an der Universität Maastricht. Ist fast ganz alleine dafür zuständig, dass ich Diplom-Volkswirt geworden bin. Er hat mir bei der Diplomarbeit geholfen. Absolut War gar nicht, zu. ja. Ja, ein bisschen. Das war komplizierte Spieltheorie und ich musste ein paar Gleichungen aufstellen und ich hatte da keine Ahnung, keine Lust drauf. Dann bin ich bei Christian vorbeigefahren danach und er hat mir sehr geholfen. Also brauchst du gar nicht tief zu stapeln. Und wir waren beide mal Sportsoldaten in der Sportfördergruppe und so weiter und so fort. Also, das ist auf jeden Fall ein Abo wert. Und jetzt können wir Schach spielen, Christian. Das freut mich, dafür bin ich da. Alles klar. So, wo war das hier nochmal? Streamcast. So, los geht das. Muss ganz kurz noch in den Chat schauen, was da in der Zwischenzeit so alles passiert ist. Ja, Hallöchen, Gaming-Spielplatz ist am Start. Da haben wir eine Kooperation demnächst geplant, aber noch kein Datum feststehend. Ist auch ein Streamer bei Twitch. Schieb 1965, Stammkundschaft hier, guten Mittag. Auch dir. Leichteste Schachabart zum. Oh, das war laut. Das war ein. Neuer Follower, der leider im Hintergrund geblieben ist. Aber vielen Dank fürs zombie-mäßige Dash-Laufen. Und wir sehen jetzt gleich hier oben links den Namen des neuen Followers erscheinen. Oh, ich habe die. Ja, die leichteste Schachabart zum Erlernen. Ich meine, Chess 960 ist natürlich, wenn man das als Schachabart bezeichnen möchte, die leichteste, weil alle Figuren genauso ziehen wie sonst auch. Wenn man das nicht dazu zählt, würde ich mal sagen Crazy House. Echt? Also ja, gut lernen, aber gut drin werden finde ich Crazy House super kompliziert. Ja, dann lass uns doch mal direkt mit Crazy House starten. Okay. Machen wir. Great Master G sagt, ich brauche ein gesungenes Intro in meinen Lehrvideos. Ja, das wäre ziemlich cool. Das hat ein Freund von dir gesungen, ne? Dieses Intro. Genau, das ist mein bester Kumpel, der das gesungen hat. Aber nicht Thailand. Nicht Thailand tatsächlich, sondern Siavosh, ja. Ah, okay. Thailand ist auch ein guter Freund von Christian und ich war da auch häufiger mal in der Runde drin und er ist ja Rapper, kann man das so sagen, gewesen. Gewesen, ja, ich glaube, er hat seine aktive Karriere an den Nagel gehängt. Ja. Ja, dann lass uns doch mal spielen jetzt hier. Wer ist denn da Ja, der ja, Schachistiker oder was? ja. Warum nicht? Machen wir hier einfach mit dem Schachtistiker. Los, und der will eine Runde Crazy House spielen und das kannst du mir jetzt mal schön erklären. Also es ist quasi Tandem alleine, Tandem für Leute ohne Freunde, richtig? Ganz genau. Deswegen ist es auch natürlich online ein bisschen cooler als live, weil man live dann noch einen zweiten Figurensatz braucht und dann ist es immer so ein bisschen mit Hin- und Herstellen, ein bisschen ätzend. Aber online, sehr cooles Spiel. Ja, spiel einfach mal los. Ja, was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie das Am funktioniert. Anfang macht man nicht viel falsch. Okay. Volga Gambit. Oh, dann vielleicht doch. Genau, und wenn man eine Figur rausschlägt, dann kommt die als mögliche Figur zum Einsetzen wieder zu einem zurück. Alles klar. So, Springer F3, ja. Was wollen wir machen? Was sind da so die Öffnungs? Ja, mach einfach mal D5. Dann spielen wir mal ganz, ganz ruhig los und dann schauen wir mal. Okay. Also im Gegensatz zum Tandem ist es nicht so, dass man einfach irgendwie Springer E5, Springer F7 und draufhauen kann. Da hat man dann doch am Ende zu wenig Material. Okay, Das heißt, ja. es ist ein bisschen langsamer. Also, ja, genau, machen wir Läufer G4, das sieht doch gut aus. Ich habe gehört, die Wertigkeit der Figuren ist ein bisschen anders als im richtigen Schach.
Also Leichtfiguren sind nicht unbedingt viel schlechter als Türme, weil sie in einem Königsangriff genauso effektiv eingesetzt werden. Ist das richtig? Das würde ich auch Können? so sehen, ja. Und generell gilt halt natürlich, dass ein Angriff deutlich stärker ist als im normalen Schach. Also man kann schneller mal was opfern, ja, um den König rauszulocken. Ja, also ein Motiv gleich, falls Rochade kommt, ist immer mal einen Bauern nach H3 zu setzen. Und Müsste man aber vorher abgetauscht kriegen, ne? ja, müsste man vorher einen abtauschen. Okay, dann machen wir das doch glatt, oder? Ja, tausch mal ab. So, und jetzt haben wir diesen Läufer und den könnten wir irgendwo einsetzen. Könnte man nach A6 einsetzen, kommt dann aber wahrscheinlich Läufer B5 Schach. Ja, Ist auch die Frage, könnte wie viel man das nach bringt. H5 einsetzen, kommt Läufer F3 wahrscheinlich. Vielleicht warten wir erstmal, spielen einfach mal. Ja, ein Wartezug, sowas. Ist kein Wartezug, vielleicht sowas. Ja, dann kommt Springer F7 und E5. Das Uiuiui, geht flott. aber er hat noch gar. Ach so, doch, er kriegt ja dann den Bauern. Okay, ist Dame B5 auch vielleicht eine Drohung, ne? Ja, da hätte ich jetzt nicht so viel Angst vor, aber. Okay, sag mir mal einen Zug. Ich habe wirklich keine Ahnung von diesem Ja, Spiel. dann mach mal Springer BD7. Okay. Was sind sonst noch Strategien, die wichtig sind Ja, zu man kann mal, verstehen? also es ist ganz unterschiedlich. Manche Leute setzen die Figuren schnell wieder ein und andere Leute warten und versuchen dann wirklich die ganze Kraft zu akkumulieren und dann einen super Angriff zu starten, der dann durchschlägt. Okay, Ich war alles klar, eigentlich ja. immer eher so ein Spieler, der ein bisschen mehr auf Figuren sammeln gespielt hat, so wie wir das jetzt auch. Jetzt hat unser Gegner ja schon eine Figur eingesetzt auf G5 und hat dadurch jetzt eine Figur weniger auf der Hand. Natürlich ist eine Figur, die man auf der Hand hat, im Prinzip mehr wert als eine Figur, die schon auf dem Brett steht. Man ist dann einfach flexibler, wo man die einsetzen kann, ne? Genauso ist das. Great Master G sagt, dass er Wolga auch schon ausprobiert hat im Crazy House und dann überraschenderweise übel verhauen wurde. Ja, klar. Das Gambit oder Gambits insgesamt funktionieren wahrscheinlich nicht ganz so gut. Das ist absolut richtig, ja. Also ein Königsgambit wäre auch nicht zu empfehlen. Okay. Dann Dame kommt Gambit? Auch nach nicht. dem Zug D4 kommt dann auf einmal ein Bauer nach E3 rein, dann guckt man ein bisschen blöd aus der Wäsche. Okay. So. Ja, passiert erstmal nicht viel. Wir können rochieren bestimmt. Genau. Mach das ruhig. Wir haben es jetzt relativ ruhig angelegt. Also der Weißspieler, wenn man D4 spielt, dann spielt man meistens eher so eine normalere Partie und die E4-Partien sind meistens doch ein bisschen wilder dann im Crazy House. Und woher weißt du das? Wie wird man gut im Crazy House? Gibt es da Quellen, die man zu Rate ziehen kann? Gibt es da Blogs oder Bücher oder Lehrvideos? Ich weiß es nicht. Ich habe das ganz früher mal, ich glaube, Andreas Schenk hat das mal mit uns gespielt. Ja, nehmen wir mal Springer einfach. Und Laferi. Laferi, genau, der berühmte legendäre Laferi, der irgendwie eine 3000er Zahl hat auf 4000er Zahl hat auf Chess24. So, jetzt könnte man natürlich an Läufer A6 mal überlegen, weil jetzt ist es deutlich schwieriger, das zu blockieren. Vielen Dank, ODB 1081, fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen. Müssen wir immer sagen, wenn jemand So followed muss man oder machen. abonniert. Also dann. Ja, ich mache immer so. Ja, Zombie-Serien sind ja sehr in letzter Zeit. Gibt eine neue dänische Quasi-Zombie-Serie, The Rain. Da habe ich neulich mal reingeguckt. Wie ist es eigentlich bei dir mit Serien in letzter Zeit Ich oder habe insgesamt? das Damen-Gambit natürlich geguckt. Sonst bin ich eigentlich nicht so der Serienfan, muss ich sagen. Ja, wunderbar. Ja, jetzt sieht man natürlich, dass wir einen strategischen Vorteil uns schon erspielt haben. Dieser Läufer auf A6 ist sehr stark und sehr unangenehm. Wenn man Springer einsetzt, ist eigentlich immer besser, die aktiv einzusetzen. Er musste jetzt seinen Springer da sehr passiv nach D3 stellen und steht voll in der Fesselung drin, sodass er jetzt auch nicht auf E4 rausschlagen kann. Genau, das war meine Idee. So, wir könnten jetzt natürlich schlagen. F3 könnte ich mir vorstellen, ist eher ein schwächender Zug, ne? Das stimmt, ja. Ja, ich nehme mal, oder? Kannst du machen, ja. Und dann kriegen wir gleich den Springer wieder zum Einsetzen. So ist das. So, jetzt müssen wir uns überlegen. Wie ist die Stellung sehr geschlossen? Erstmal mit dem Bauernhebel. Ja, wenn du möchtest, mach das mal. Ja, aber dann drohen wir vielleicht mal hier zu schlagen und dann da einen Bauern einzusetzen irgendwie. Er wird wahrscheinlich eher selber schlagen, aber das ist auch nicht schlimm. Das Gute ist jetzt, also wenn sein Bauer jetzt auf E4 beispielsweise schon stünde, wäre das schlecht mit dem C5.
weil er dann schlagen könnte und einen Bauern nach H6 einsetzen könnte. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil seine Bauernstruktur am Königsflügel ist relativ gesund und wenn er einmal so einen Bauern nach H6 kriegt, der gedeckt ist von dem Läufer auf C1, dann wird es gefährlich. Ja, schon macht das. Aber wir sind ja als Erster dran. Ja, unser König ist tatsächlich ein bisschen schwächer, ne? Wir brauchen da vielleicht ein paar Verteidigungsfiguren. Genau, vielleicht kannst du einfach mal CD spielen und dann F6 einsetzen. Oder geht vielleicht sogar DE danach. Wir haben ja dann doch einiges an Püppchen zum Einsetzen. Läufer nach F5 beispielsweise, damit E4 droht natürlich, wobei er kann es vielleicht einfach ignorieren mit genau. Das war wahrscheinlich ganz Aber clever. Das ist natürlich sehr konkret. spricht da was gegen? Eigentlich nicht. Attacke. Greift alles an und Ilja will jetzt gleich ganz gierig die nächste Figur rausnehmen. Wobei, dann ist er der Erste, der die Dame bekommt und... Das ist das einzige Problem. Allerdings haben wir dann auch die Dame und können dann beispielsweise den Springer wieder abfangen hinterher. Also wir können dann die Dame wieder nach D4 einsetzen. Und dann droht das gleiche Motiv aufs Neue. Nein, nicht, wenn er mit dem Läufer auf E4, auf E3 steht, oder? Richtig. Okay, er lässt sich Also, relativ viel Zeit. Das gibt uns die Gelegenheit, Andreas Schenk zu würdigen. ja, Andreas war damals Ja. Was sehr ist stark das? von dem Bullet, ja, genau. 5000. Ich glaube, er spielt jetzt nicht immer gegen die allerstärksten Gegner, die es da gibt, aber er ja, kriegt irgendwie solide immer einen Punkt dazu und hat sich, glaube ich, mal irgendwann beschwert, dass man nicht höher als 5000 kommen kann bei Ach. Chess24. Ja, keine Ahnung, wer damals für die Seite verantwortlich war. Ist auf jeden Fall streng zu rügen. Dieser Umstand. Okay, ich denke, das geht, ne? Ja, sieht ganz gut aus. Genau, mach ruhig mal. Und ja, man muss jetzt so ein bisschen aufpassen. Also wenn er dann wirklich clever spielt und Bauer auf H6 einsetzt beispielsweise, dann könnte es kompliziert werden, sage ich mal. Okay. Wir geben dem Schachtistiker ein bisschen Zeit, oder? Ja, klar. Dann so. Den musst du Das natürlich ist jetzt auch. aufbauen. Ja, sonst wird es hier unangenehm. Jetzt wollte er wahrscheinlich Ja, hier was ein. sonst kommt ein ganz schönes Motiv, wenn du vielleicht nochmal das sehen kannst. Da Ah! Ja, kommt warte, ich Dame weiß G8. es. Dame G8. Genau. Das Und dann klassische erstickt das Matt. Erstichte Matt. Mit Dame G8. Und Springer schlägt F7. Typisches Motiv auch im Tandem, wie viele Partien ich so schon gewonnen habe. Genau. Gib mir Dame, Dame ist matt. Guck mal, ich glaube, der hat schon gezogen. Ja. Der Turm F2 ist definitiv kein guter Zug. Also das ist sogar ein sehr schlechter Zug, kann man sagen, weil er jetzt im Prinzip nichts droht damit und auch nichts Aktives macht. Setzt man Läufer nach G7, genau. Jawohl. Und dann haben wir die Drohungen abgewehrt und er hat ja jetzt nur noch zwei Bauern und eine Dame in der Hand. Sodass das eigentlich für uns laufen müsste hier. Den Schnapp. packe ich, ne? Ja. Und selbst wenn er jetzt mit Otto Turm Schnapp. schlägt, also das ist einfach zu wenig Material, was er da hat, um anzugreifen. Wie findest du Jetzt den Text im Chat? Dem ist ein geiler Typ, ja, total geil, finde ich das natürlich. Ja. Ja, jetzt können wir weiter fressen, oder? Ja klar, nimm alles weg. So, und dann sind wir gleich dran. Ja, jetzt geht Na, wahrscheinlich jetzt. schon Dame E1. Dame E1, okay. Oder Turm Oh, wir E1, ja, haben Turm ist auch gut. ja. Ja, Dame E1, da wird er wahrscheinlich einen Läufer nach F1 setzen oder so. Ja, ich weiß es nicht. Sag du es mir. Ja, mach euch. Ja, ist egal. Ja, das ist wahrscheinlich Das jetzt matt, verliert. Nee, ne? nee, 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 nee. Oh, Ilja. Was denn? Springer E2 war besser, aber naja, ist egal. Das gewinnt natürlich auch. Setz einfach einen Bauern rein jetzt und dann. Oder Dame rein, Dame geht auch. Dame D1 Ja. gewinnt. Ja, ein Turm auf H1 vielleicht gleich noch. Ja, oder einfach ein Bäuerchen nach E2.
Und dann tun Jetzt wir noch tun wir F1, ne? und dann ist es natürlich vorbei. Lecker. Schnapp. So, das mache ich, das versuche ich jetzt mal alleine. Ui. Schnipp, schnapp, alles ab. Du hast noch 20 Hier. Sekunden, das musst du schaffen. Springer nach H1. Also, wie viele Springer haben wir denn eigentlich? Jetzt wird weggechippt. Immer Mal Schach geben, gucken. ist wichtig, ne? Vielleicht immer Schach geben. Alles klar. Ja, das Turmschach war jetzt nicht das Allerstärkste, aber es geht weiter. Das muss doch gleich Jawohl. matt. Achso, ja, gut, E5 fängt auch. Ah ja, gut, das ist doch matt hier im nächsten, wenn ich das Ein alles Traum, richtig ja, gesehen habe. ein traumhaftes Ende Ja! gegen den Schachtistiker. Schachtistiker. Also sowas wie Schach-WLer wäre jetzt mein Vorschlag für deinen Elitchess-Profilnamen. Ich dachte Schachmatt oder sowas. Ja, das ist bestimmt noch nicht belegt. Schachmatt könnte ich mir bei mir vorstellen. Gut, was machen wir als nächstes? Wie wäre es mit einer Runde Hort? Oder Eine Horde? Runde Wie Hort, sagt ja, man? machen wir. Wladimir Hort. Was? Moment. Genau. Hä? Crazy House? Aber da stand doch dieses H, das steht doch für Hort, dachte ich. Na gut. Ja, dann spielen wir halt noch eine Runde Crazy House. Wieso haben wir eigentlich Na, immer schon schau. mal? Weiß ich nicht, aber dieses H, das steht doch für Hort, oder nicht? Oder steht das Das für war schon wieder Haus? Crazy House. Okay. Ja, habe ich falsch geguckt. Gut. Ja, dann machen wir es einfach nochmal genau so. Oder so ähnlich. Moin, Sheep. moin, totaler Tom. Der Sheep 1965. Ja, der ist auch ein häufiger Gast hier im Chesame-Wohnzimmer. Ja, sollen wir den machen vielleicht? Ja, mach doch ruhig. Spiel einfach mal. Okay, ich spiele einfach mal. Und wenn es zu übel wird, dann sag ich Bescheid. Okay, dann schreist du Stopp. Genau. Nee, generell muss man beachten, genau, Bauern sind stärker. Das ist eigentlich auch ein Konzept aus dem Shogi, was so ähnlich ist hier auch, dass es oft ein Problem ist, wenn man gar keinen Bauern hat. Läufer E4 vielleicht besser. Habe ich überlegt, ja, okay, aber gut, Jetzt ja. kommt wahrscheinlich CD. Dame D ist nicht so gut wegen Läufer E4. Oder Bauer E4, wenn wir einen kriegen, aber kriegen wir Genau, nicht, ne? aber das lohnt sich nicht darauf zu warten. Also hier kann man. Das lohnt sich, meinst du, den hier einzusetzen, jetzt so frühzeitig schon? Wir hätten auch Läufer C4 vielleicht spielen können. Ja, das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen. Spiel jetzt ruhig mal Läufer D6, genau. Jetzt können wir auf Abtausch spielen und wirklich mal versuchen, schnell anzugreifen. Weil wir Was der aktiver Plan ist. stehen, oder warum genau? Ja, wir haben jetzt hier die Aktivität übernommen und können dann ja vielleicht gleich einen Läufer nach G4 setzen. Wenn wir es schaffen, noch einen Bauern zu kriegen, wäre natürlich dann top, dann noch einen Bauern nach H3. So, Genau sowas jetzt vielleicht sogar machen. Läufer H5 besser noch. Okay, du willst von der Richtung kommen. Gut. Ist immer gut, wenn man von allen Seiten kommt im Crazy. Bestimmt gar nicht mal nur da. Penguin, I will berserk you, sagt Chess 960 ist gut fürs Schach. Also fürs normale Schach. Nehme ich an, dass er das damit meint. Oder, nee, wahrscheinlich so insgesamt für Schach. Weil es keine Öffnungstheorie gibt. Das Chess 960 ist, die Leute, die das mögen, haben da eine sehr starke Meinung zu meistens. Und sehen das auch nicht als Variante. Also da habe ich schon einige Diskussionen mit Leuten gehabt, die gesagt haben, das ist doch keine Schachvariante. Und das kann man so oder so sehen, würde ich mal sagen. Ja, Vielleicht, also das. Wikipedia sagt, eine Schachabart oder Variante ist, dass entweder die Figuren anders ziehen, das Brett anders ist oder die Anfangsstellung anders ist. Und Okay. demzufolge Chess 960 auch eine Variante, aber das sehen die Leute, die Chess 960 gerne mögen, ein wenig anders. So, Ilja, du kannst zum Beispiel auch mal Läufer F3, Springer C2 machen, wenn du möchtest. Oh, meinst du so? So ähnlich. Ja, guter Tipp. Na klar, man muss hier auf diese Oder Kombinationen Springer achten, D3 ist ne? vielleicht sogar noch stärker hier, ja. Weil der Turm nicht so viel wert ist und lieber B2. Ja, genau. Du hast dann Bauern und der Bauer ist viel wert in den. Weil wir auch schon ganz clever den Turm auf die halboffene C-Linie gestellt haben und dann C3 ganz schön weich wird. Klassisch C3 provoziert. Ganz stark gemacht, Ilja.
So, wenn er jetzt den Ja, Lauf. und die Schwächung des Feldes oder der beiden Felder, Ja, also die D3 Partie und C2. ist im Prinzip durch jetzt. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Sachen nach Hause fahren. Ja, dann B3, guter Zug. Ja, einfach Springer C4, bevor wir. Einfach springen. Soll nicht D3 irgendwie einen Bauern einsetzen oder Nee, so? das treibt den König nur auf bessere Felder. Der König steht ja auf E2 jetzt gerade sehr schlecht. Und da wollen wir ihn ruhig schmoren lassen in seiner Suppe. Alles klar. Und wir wollen jetzt wahrscheinlich auch Figuren tauschen, damit wir mehr Angriffspotenzial bekommen, weil unser König ist mega safe. Genauso ist das. Du merkst, ich bin sehr talentiert. Ich habe einen IQ von 105. Das ist stark. So. Springer W6 vielleicht. Oh, das ist ein bisschen zu langsam. Also Crazy muss man ein Okay, bisschen dann. aktiver spielen. Ja, genau. Schlagen und Springer C4. Schlagen erstmal und dann mal gucken. Okay. Was meinst du? Ja. Man Oder könnte, hier. was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, ist, ja, das ist auch stark. Wunderbar. Gut gespottet. Vielleicht sogar 106 an guten Tagen mit ein bisschen Guaranasaft. Ja, Ilja will natürlich, dass der Gegner jetzt den Bauern rausschlägt, um die Dame zu schnappen. Mit einer teuflischen Springergabel auf C4. Das ist der Plan. Genau, also es gibt keine Theorie beim Chess 960, aber es gibt natürlich grundsätzliche Prinzipien, nach denen man trotzdem spielen kann. Ich mach mal den, oder? Oder wollte Ja. die Dame opfern? Nee, das ist zu wenig. Also wenn er die Dame opfert, dann ist er ja immer direkt matt auf D3 und so. Jetzt mit Schach. Mit Schach, ja. Moment, der kriegt jetzt aber nicht eine Dame von uns, der kriegt einen Nee, er kriegt Bauern. nur einen Bauern. Und du kannst jetzt als nächstes den Läufer rausnehmen und dann droht noch Läufer D2. D2 Bauer wäre noch besser, aber da kriegen wir gerade keinen von ihm, ne? Mache ich das Warte mal. mal, vielleicht kannst du sogar noch stärker Ja. ein G1 spielen hier, aber gut. Ja, jetzt könnte ich Turm H1 spielen, Ja, aber. weil jetzt bringt es nicht mehr ganz so viel. Also eben wäre wahrscheinlich der beste Zug Turm G1 gewesen, um matt zu setzen. Na, okay. Muss auch mal gucken, was er auf der Hand hat, um einzusetzen. Ja, aber der König ist, wie du schon sagst, super safe. Jetzt kriegen wir noch einen Springer. Da wird gar nichts passieren. Wir können Schieb noch ein bisschen Zeit geben. Ja, ich glaube, da braucht er keine Zeit Jetzt. mehr. Er kann auch aufgeben. Also, Jetzt ein Läufer auf Springer C4. D2. Springer D2, richtig. Dann nehmen wir die Dame. Ja, können wir machen, wenn wir ganz gierig sind. Wir haben zwei Türme, aber ich sehe jetzt kein Matt mit den Türmen. Ja, das müsste langen, ne? Ja. Guter Tipp. Ah, okay, er hört zu, er hat gerade im Chat geschrieben. Guter Tipp, aufgeben. Nein, also ihr könnt natürlich weiterspielen. Kein Stress, kein Stress. Okay. So, was haben wir denn noch? From Position wollen die alle Standard. Hast du Lust, eine Studie mit mir zusammen zu lösen? Wir können auch Standard mal eine machen. Haben wir ja schon, oder? Nee. Okay, machen wir eine Runde Standard. Hand and Brain oder Und. sowas, ne? Ist doch, glaube ich, jetzt in. Ja. Ja, das ist ein deutschsprachiger Stream. Also Hand und Gehirn würden wir hier sagen. Ja, wen haben wir denn noch nicht? Zum Beispiel Kukulu, gegen den habe ich glaube ich noch nie. Ach so, der hat auch Front Position. Komm, lassen wir uns überraschen, oder? Was ist das für eine Variante? Ein Custom Challenge von irgendeiner vorausgewählten Stellung. Ich weiß nicht Okay. genau welche. Aha, ja, kein Problem. Ist nur ein Turm. Klar, kein Problem. Ja, Ja. dann können wir ja wirklich das mit der Hand und Gehirn machen. Dann sage ich mal Ja, Springer. aber wir haben ja keine Chance. Wir haben ja 600 Punkte nur mehr und das ist ein ganzer Turm. Gewinnen wir doch wohl. Gut. Ich mach Bauer. mal. Ah ja, mach du mal die Achso, Öffnungszüge. achso, 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 ja. König. Du, ich glaube, hier Hand und Brain macht nicht so viel Sinn. Lass uns lieber eine Beratungspartie spielen, weil es ist so schon Challenge genug. Ach, als ob, komm, D6. Ja, wir müssen auf Zeit gewinnen am Ende. Das ist eh klar. Und was sind das denn für Fudeleien? Ja, ich versuche die Stellung geschlossen zu halten, nichts abzutauschen. Was hattest du für eine Idee? Oh, ich habe keine Ideen. Okay.
Na, guck mal, da können wir doch fast ein bisschen Ich dachte rumnerven. Läufer E5. E. Jetzt E5. Naja, vielleicht auch nicht. So, Vielleicht auch Problem. so. So, so, so. Ja. Ist Dann halt machen wir blöd. mehr B8 einfach, oder? Wenn du nichts abtauschen willst und auf Zeit gewinnen willst, ist das wahrscheinlich der beste Zug. Ja, E5, komm. So, jetzt haben wir noch so einen Königsinder. Springer E7 oder so. Ich würde schon gerne hier rein. Aber da tauscht du da wieder was ab. Ich dachte, wir wollen nicht tauschen. Ja. Ich bin furchtbar schlecht ohne Increment und auch überhaupt insgesamt. Von daher ist jetzt auf Zeit gewinnen auch nicht gerade meine große Stärke. Ja, aber wir setzen jetzt gleich einfach matt, ne? F5, F4. Sieht doch so aus. Als ob. Ja, komm, dann machen wir's. Natürlich war das ein schönes Feld auch für den Springer, aber besondere Stellungen, besondere Umstände, die brauchen besondere Maßnahmen. Behandlungen. Das ist So, irgendwie komisch, was du da machst. ja, ich muss Aha, doch das ist der G5 Plan. irgendwie vorbereiten. Ja. Ja, ich glaube irgendwie, diese Königsindisch-Leute machen das auch so mit Turm F6 und H6, oder? Hast du mal Königsindisch gespielt mit irgendeiner Farbe? Ach, Jugendsünde. Für ein paar Turniere hatte ich das mal im Repertoire, aber das hat mir nicht gelegen. Du? Ja, so ähnlich, genau. Was ganz gut ist jetzt, wenn er jetzt so einen Standardplan mit Turm C1, Springer B5, Springer C7 spielt, dann hängt da nichts rum. Ja, gut. Na, auf A8 hängt keiner mehr, das ist wunderbar. Auf den, ja, dann kommt Springer G5. Da muss man einmal Ja. aufpassen, wahrscheinlich. Einmal Dame E8 einschieben oder so. Ja, kommt vielleicht. Ja, Dame hier. Ja, gefällt mir, weil dann können wir mit der Dame hier arbeiten. Genau so ist das. Dame A4 tauscht nichts ab. B5. Ja, er will es da schon wissen. Ja, das muss man ignorieren, weil ich, oder so, ja. Oder ich versuche mal den Laden geschlossen zu halten. Kein Feindkontakt. Ja, so sehen Das wir ist es gerne. wunderbar. So wollen wir es sehen. Gleich G5. B6. Nee, mach B6 einfach noch. G5. Ach, da kommt doch eh keiner. Ja, da kommt schon einer irgendwann. Also hier meine ich. So. Man merkt tatsächlich jetzt in dieser Stellung, glücklicher. Ja, jetzt B6, komm. Nein, ach Ilja, du bist ein kleiner Feigling. Ich will einfach Dame G6 matt setzen. Deswegen habe ich dich für heute verpflichtet, weil du Facetten mitbringst, die mir entbehren. Ja, Ja, jetzt ist. Akif hat recht, Matt in 17 ist auf dem Plan. Das galt, glaube ich, für die vorige Partie. Und dann König So. H8 und G8. Ich sehe es schon, Ilja. Ich sehe schon unseren fürchterlichen Mattangriff. Ah, nee, Also das ist doch Läufer nichts. H3, Läufer H3, König H8 Läufer einfach, oder? F1. Zum Beispiel dieser Springer macht auch noch gar nichts. Und der auch nicht. Oh, das sehen wir gerne. Ich glaube, inzwischen sind wir die Favoriten, oder? Das denke ich auch. Ich dachte das ja Den von hack ich Anfang an, jetzt. Ilja. Ich hack den jetzt. Warte mal, warte mal. Geht irgendwie gleich Springer F4? Oh. Ja, vielleicht, aber ja, so ist ja ist doch schon Springer fast matt. F4? Ja, ich kann auch schlagen und dann auf F3 schlagen. Ah ja, richtig. Ja, das ist natürlich noch stärker. Ist es das? Warte mal. Ja, wir können die Dame gewinnen. Unter anderem. Ich hätte vor König E2 mehr Angst, muss ich sagen. Wie König E2? Ging das nicht? Ja, wunderbar. Eine Traumpartie, Ilja. Und stell dir vor, wir hätten noch einen Turm auf 8. Der hätte bis jetzt immer noch nicht mitgespielt. Den pre-moven wir. Stimmt ja. Oh, Springer unschönes D8. Matt hier. Jawohl, Ah, Bingo. wundervoll. Ach, Christian, mit dir an meiner Seite fühle ich mich unbesiegbar. Eine wunderbare Partie. Ich finde auch, das eignet sich hervorragend als YouTube-Ausschnitt für später. Okay, so, jetzt wollen wir eine Studie lösen. Oh Gott. Rousseau hat mir bisher, ich glaube, drei Herausforderungen oder zwei im Stream gestellt und das waren immer Studien. So, also, der Clou ist,
dass diese ganzen Figuren völlig nutzlos sind, weil da kann keiner ziehen. Okay, also es ist so wie Tischtennis auf einer kleinen Platte, wenn ich das richtig sehe. Das Problem ist auch, wir können uns niemals eine Dame holen. Wahrscheinlich stehen wir völlig auf Verlust. Das hast du schlau erkannt. Soweit habe ich noch nicht gedacht. Ja. Okay. Ja, dann, ich glaube, wir können ja nur einen nach vorne im Moment, oder? Erstmal vier enkettieren, oder? Oh, da kommt direkt D4. Ja, ja. Ich würde sagen, ja, er im Zentrum was machen. Ja, aber er hat das Zentrum. Ja, ja, wir auch. Gut. Also das Zentrum ist jetzt was? Ist das ja, hier, ja? Ich denke, rückwärts schlagen wird er nie, ne? Dass er mit den Figuren da... Nee, nee, genau, das darf er. Dann hat er direkt verloren. E4. Ja, wir haben hier sowas vielleicht, ne? Ja, richtig schön. Ja, wir müssen einfach matt setzen. Wir dürfen es nicht ins Endspiel kommen lassen. Stockfish sagt minus 99, glaube ich nicht. Ah, doch, stimmt. Stockfish versteht diese Stellung nicht. Er denkt, Weiß steht haushoch überlegen, weil er ja 8 Türme und 8 halbe Damen mehr hat. Aber er versteht die Stellung nicht. Penguin, I will berserk you, hat es nämlich schon aufgestellt. Wie macht ihr das so schnell, dass ihr die Engines hinzuschaltet? Springer H3A, sehr stark gespielt. Also, Ilja, ich glaube, das ist ein Top-Duo hier. Wir beide? Ja, auf jeden Fall. Endspiel dürfen wir nicht machen. Dürfen wir nicht machen. Es sei denn, ich meine, wir können schon den F4 so gewinnen. Das stimmt. Allerdings hängt der B2 auch dran. Aber wir schlagen ja auf F4 im Zweifelsfall mit Schach. Er könnte auf B2 erst schlagen und dann auf F4. Also zack, 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 zack. Können wir nicht vielleicht einfach E3 spielen und versuchen, dann so die Dame rauszukriegen? Ja, oder G3? Oder G3? Und dann E3? Erstmal G3, oder? Muss er sich gegen verteidigen irgendwie. Läufer E5. Ach so, du hast keine Angst, dass er schlägt, ne? Du nimmst einfach den Turm ganz eiskalt raus. Ja, dachte ich jetzt. Ja. Wobei, er nimmt auf B2, aber okay, das müsste passen. Das ist passen. Egal. Das ist egal. Ist egal. Guck mal hier, Engine sagt, plus, warte mal, das sieht man gar nicht. Plus ist ja nicht 4, sondern müsste ja plus ganz, ganz viel sein. Wieso kann ich das Brett nicht kleiner machen? Wie spielst du mit Engine, oder was? Nein, aber hier unten ist ja die Leiste, die die Figuren für uns zählt. Das müssten ja irgendwas mit 40 sein. Das sind ja nee, 10, das 20, 30. 8 Türme und 8 Bauern. Plus 48 sind das. Müsste hier stehen. Nicht plus 4. Läufer schlagen vielleicht? Oh, oder? Oh. Läufer, was machst du denn da? Ich hab da drauf geklickt einfach. Ich wollte den Zug nicht machen. Ja. Das war, ich mach doch nicht Turm H2. Was ist denn das für ein verrückter Zug? Das war die Vorgabe jetzt gerade hier. Vielleicht geht's noch. Ja, das war jetzt echt mit Vorgabe gespielt. Ja, natürlich. Also ich spiele ja niemals den Zug Turm H2 in der Stellung. Komm, jetzt müssen wir ein bisschen schneller spielen, sonst wird das nichts. Ja, aber dann kommen wir nicht raus aus der Nummer. Wir müssen schon hier schlagen. Und dann auf E3. Oder so. Ja, wir opfern den Turm auf H2, aber es geht nicht an. Also er hat dann so, ne? Ja, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Dann kriegen wir ja unsere Dame raus, immerhin. Wir haben auch sowas, aber... Nee, mach mal ruhig FE. Auf jeden Fall eine sehr geile Variante von dem Schach von Rousseau hier. Ah, das stimmt. Und das Gute ist, auf Springer D3 machst du Dame D3 und danach E schlägt D und Springer F4 Schach. Was? Springer D3, Dame D3, Dame H2 und dann ED. Das sieht bombenstark aus. Meinst du? Ja. Vertrau mir. Na gut. So, ja? Ja. Ja. Turm hängt bei ihm, Springer F6 droht. Läufer F6 gewinnt schon fast die Dame und droht auch halbmatt. Läufer F4 meinst du? Ja. Ja, gut.
Das ist. Sinnlos, diese Figuren hier. Penguin, I am, I will berserk you, hat es nämlich schon analysiert. Ja, rochieren kann er aber trotzdem nicht. Stimmt, er kann nicht rochieren, das ist noch ein Vorteil für uns. Er kann natürlich jetzt Dame G3 machen, aber dann können wir zumindest den Turm gewinnen, wenn wir wollen. Ja. Und wenn er der das hat jetzt aber Turm F6, ne? Oh, das ist schlecht jetzt für uns. Das ist wir schlecht. Können sowas machen vielleicht. Aber bringt auch nicht so viel. Tauschen, tauschen und dann Läufer H5, ne? Was? Tauschen, Achso, tauschen. Ich Ja. habe mit den Koordinaten leichte Probleme hier gerade. Ja, ist egal, aber König F6 und vielleicht Springer D2 erstmal. Okay. Wir haben auch hier einen Schach. Bringt das was? Nee, ne? Okay. Wo geht er denn hin? Ja. Dahin? War vielleicht ein Versuch wert. Hätten wir wahrscheinlich machen sollen, ja. Oh, was ist das? Ach, wir haben auch keine Zeit. Christian! DC! Go! Drohen wir hier was? Nee. Nee. König. Du musst jetzt auf Zeit gewinnen, Ilja. Okay. Flag ihn. Was ist das? Nimm, nimm, nimm! Ah! Ah, nein! Jo, zu langsam. Ja, schade. Es war auf jeden Fall eine spannende Variante davon, von Rousseau. Ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, glaube ich, vielleicht stehen wir gar nicht schlechter. Wir stehen wahrscheinlich besser, weil wir erstens den Anzugsvorteil haben und zweitens er nicht rochieren kann. Und jetzt dadurch, dass die Figuren sich so nah beieinander stehen, ist vielleicht der Anzugsvorteil ein bisschen mehr wert. Was meinst du? Und er kann nicht rochieren, ne? Also ja, an der Stelle, wo dieses Dame H2 da kam, ich glaube, da standen wir fett. Ja, gut, Turm H2 war natürlich einfach ein Mausslip. Also ich meine, das ist ja völlig gewonnen hier. Ja. Und dann, ja, hier muss er wahrscheinlich schlagen einfach, ne? Vermutlich. Analysebrett, sagt der Akif. So, fragen wir mal die Engine. Die sagt natürlich minus 99, aber die sagt das die ganze Partie wahrscheinlich. Oder plus 99. Ja gut, die Engine wird uns hier, glaube ich, nicht weiterhelfen. Nee. Ja, die sagt auch hier, Turm H2, völlig guter Zug. Okay, ja, die hilft nix. Die hilft leider nix. Aber eine sehr, sehr coole Variante auf jeden Fall. Ja, dafür ist Rousseau bekannt. Er hat die kreativsten Herausforderungen. Ich musste schon dreimal, glaube ich, sogar in Streams Studien lösen. Das ist auch ganz spannend. Also, wir nehmen auch gerne nochmal eine Studie, Rousseau, wenn du das siehst. Guck mal, da ist Chess 960 dabei. Dann machen wir das. Kukulu. Bam. Tja, fast normale Stellung, ne? Tja, ein bisschen Chess Pech gehabt. Chess 960, kurz die Regeln. Der König muss zwischen den beiden Türmen stehen und die Läufer müssen auf unterschiedlichen Felderfarben sein. Ansonsten ist, glaube ich, alles wie beim normalen Schach. Ja, was soll ich machen? Komm, normal. Ich spiele gerne Englisch in Chess 960. Irgendwie. Sag mir das zu. Okay, jetzt ist gönnen wir uns einfach. In manchen Stellungen auch gut. Ja, in manchen auf jeden Fall. Wir können auch F3 spielen, die Dame so rausholen. Aber was spricht gegen Springer C3? Könnte mal eine Drohung sein. Kulu. Okay, Läufer E3. Oh, Springer B4. Ah, oh, da passiert nichts. König D2. Moment, Moment, was ist denn hier? Ah, Turm C8. Na gut, aber dann D5. Springer ja, B4. Mach einfach. Wir gewinnen. E3, oder? Bitte? Läufer E3? E3 wird uns wahrscheinlich nicht viel passieren. Oder F4? Oder F4. F4 ist natürlich auch schön.
Das ist noch stärker. Attacke. Drei Bauernangriff. Wie gegen Pirk. Das sieht noch mal stärker aus, Ilja. Ja. Dakiv hat mir gerade zum Glückwunsch, zum Sieg gestern gratuliert mit einem Glückwunsch. Danke, Akif. Meinst du, A3 sollen wir mal einschieben oder ist das zu langsam? Nee, finde ich gut. Dann kommt er auch mit dem Läufer nicht raus. Sehr umsichtig gespielt. Ja. Gladbach hat gestern gewonnen. Okay. Was hast du denn gestern gewonnen, Ilja? Ich habe nichts gewonnen, aber Gladbach hat gewonnen. Ach so. Oh. Ja, also ist jetzt nicht direkt mein Verdienst. Ja, der FC hat ja tatsächlich gestern auch gewonnen. Ja. Bist du FC-Fan? Ich bin FC-Fan, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Na gut, du darfst trotzdem im Stream bleiben. Steht mal gut, ne? Das sieht gut aus. Sagt der Kölsche Jung. Ja, mach mal weiter. Zentrum ist wichtig und Raumvorteil ist auch wichtig, nach meinem Dafürhalten in 960. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob er nicht gleich mal hier irgendwie rumnerven kann. Können auch über D5 nachdenken. Spielt so aktiv, Ilja. Das ist ganz ungewohnt für mich. Naja, ich habe keine Lust auf D5. Vielleicht Läufer A2? Ja. Läufer A2. Läufer A2 gefällt mir. Kleine prophylaktische Maßnahme. Also, meine Befürchtung war jetzt, dass er D5 spielt und dann irgendwie Springer A5 oder so. Und dann haben wir unser Zentrum los und stehen nicht so gut, wie ich finde. Und jetzt ist deine Idee? Achso, E5. Oh, E5 ist gefährlich. E5 macht natürlich den Läufer jetzt richtig auf A2. Das ist auf jeden Fall der große Nachteil von E5. Die Frage ist, ob wir das nutzen können. Wieso? Ja, das sieht doch gut aus. Ja. So, wohin rochieren wir denn gleich? Lang oder kurz? Ich würde eher versuchen, lang zu rochieren. Ich spontan auch. Können wir vielleicht sogar F6 machen und da alles auf Pause stellen von ihm? Auf Pause stellen? Warum nicht? Ja. Dann vielleicht doch. Macht doch so. Keiner mehr mit bei ihm. Ah, den Springer können wir auch so ins Spiel bringen. So, das ist unser Plan, oder? Ja, im Moment sieht bei ihm ja erstmal keine Figur, glaube ich, so richtig. Das wird auch nicht viel verändern. Ich meine, du machst jetzt einfach, spielst einfach langsam jetzt, ne? Naja, freilich. Ja, freilich. Oh, das gibt uns auch noch dieses Feldchen. Ja, wollen wir da mal einsteigen so langsam? Ich meine, das droht ja schon was. Und das droht. Ah, dann fällt der F7. Na, siehst du. Man sieht immer diese langschrittigen Figuren aus der Ferne nicht. Du bist wieder ein bisschen schneller als ich. Die Dame auf F2 greift auch noch den F7 an, wenn dort getauscht wurde. Das bleibt sich unbenommen. Ganz stark gespielt, Junge. Ja, Peter Quinn, sehr gut, FC Köln. Ja, dann heiter weiter, ne? Ja. Also, Springer. Ja, Nightboard. Was ist der Nightboard eigentlich? Was ist das eigentlich für einer? Der ist bei allen Leuten aktiv und immer die ganze Nacht wach, oder was ist das für einer? Ja, das ist ein Chat-Roboter. Den kann man vorher füttern, programmieren und dann macht er Sachen, die man möchte. Okay. Können wir da mal F5 machen einmal, um wirklich gar keine Züge ihm mehr zu erlauben? Dame G6 könnte er sonst spielen. Ne? Nee, warte mal, da kommt der Springer D6, sehe ich gerade. Ja, aber dann haben wir Springer B6 und Läufer schlägt G8. Das stimmt. Unter anderem. Und dann? Limmer, 12-12. Vielen Dank fürs Zombie-mäßige Vielleicht Herr. Macht er doch Springer C3, ist ja wahrscheinlich. Ja, muss noch ein bisschen schneller werden jetzt langsam. Ist 5 plus 0 und der Zeitnot Ilja wurde vorhin schon bemängelt. Vielleicht hier mal vorfühlen. Nicht so leicht zu decken, außer mit Läufer D6. Aber also hier muss doch irgendeine Taktik schon gehen.
Stellen wir da vielleicht noch einen hin. Läuft der nicht weg? E4 hängt. E4 hängt. Oh, hier können wir ja, hier schon eincachen. Bestimmt der B6, ja. Und Turm D6 und bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum Boris. Es ist tot, ja. Ja. Krokulo spielt schnell, auf jeden Fall. Ja, die Jungs wissen natürlich, wie sie mich kriegen. Ich verliere dauernd auf Zeit hier im Stream. Ja, F7, ne? Ja. Und die Maus ist aus. Das ist ein neues Dämchen. Und das ist ein altes, das nicht mehr existiert. Das sind die besten Züge. Bauer schlägt Turm, wird zu Dame, gibt gleichzeitig 14 Bauerneinheiten in einem Zug. Und gibt noch Schach. Das auch. Perfekt. Besser ist nur, Bauer schlägt Dame und wird zur Dame. Nur noch heute im Black Friday Week Sale. 25% Rabatt auf alle Kurse und Bundle auf chessme.com. So ist das. Danke, Christian. Gerne, gerne, Junge. Oh, Makan ruft an. Lass mich eben rangehen. Achso, warte. Ich muss noch matt setzen. Ne? Du spielst aber, dann kann ich ja weiter erzählen währenddessen. Makan, du bist live im Stream. Was geht ab? Wow, echt? Ja. Hallo Makan. Christian sagt hallo. Ja. Hallo, hallo Chat. Chef? Was? Der Markus. Christian. Du streamst gerade wirklich? Bin ich gerade live, oder was? Ja, bist live. Wir setzen gerade noch schnell Krokulo matt. Christian, du kennst Christian. Christian Seel. Ihr habt im gleichen Hotel übernachtet bei dem... Ja, ich erinnere mich an unser Nachtgespräch. Ja, wir haben noch, saßen noch vor dem Hotel und haben eine kleine Dreier-Session eingelegt. Malkan kann das nicht hören, weil du bist auf meinen Kopfhörern. Oder konntest du das hören gerade? Christian kann ich nicht hören, ne. Ah, okay. Er hat gesagt, wir saßen vorm Hotel und haben eine kleine Dreier-Session eingelegt, was auch ein bisschen missverständlich klingt, aber es ging um philosophische, tiefe Gespräche. Worüber habt ihr noch euch gestritten? Nicht gestritten, aber was war nochmal das Thema? Oh, das war irgendwas kompliziertes. Thema, ob es Antinatalismus. Ah, ob es Antinatalismus. Wert ist, geboren zu sein. Ob es wert ist, geboren zu sein. Ja, Antinatalismus heißt das. Antinatalismus. Hörst du das, Christian? Nee, ne? Du hörst das nicht, oder? Doch, ich höre das. Aber ich glaube, er hört mich nicht. Er hört dich nicht, genau. Du stell dir einfach vor, Markan, dass Christian lauter... Da ist wieder Rousseau. Ich kann auch den Stream anmachen, dann höre ich es lauter. Aber vielleicht ein bisschen verzögert dann. Ne? Oder so. Naja, gut. Wir machen mal weiter. Willst du noch eben die Zuschauer grüßen? Vielleicht dein... Ja, liebe Grüße an die Zuschauer. Ja, alles klar. Ja. An dieser Stelle nochmal die Erwähnung. Chessme Black Friday Week Sale. Nur noch heute. Unter anderem gibt es da Markans dynamischen Benoni zu ergattern mit 25% Rabatt. Also wer das verpasst, ist selbst schuld. Ganz ehrlich. Ja, Rio, auf der Chessme-Seite ist auch ein sehr ausführliches Review zu dem Kurs, was durchaus positiv ausgefallen ist. Wo gibt's das? Auch bei der Kommentar-Section bei dem Kurs ist so ein extrem langer Review zu dem Kurs, sehr detailliert, könnt ihr euch einhauen. Das machen wir. Das mache ich jetzt, und zwar genau jetzt. Schwarzrepertoire gegen D4, da müsste Markan vertreten sein, da ist er. Kursbeschreibung. Und hier gibt es eine Gästebuchfunktion. Vielen Dank an dieser Stelle an Herbert Huber, der sich... Richtig. Und das ist da nicht der ausführliche, sondern da unten ist so ein Link noch, dieses Gavagai. Oh, wow. Wenn du da unten auf den Link gehst, dann ist es sehr ausführlich mit konkreten Varianten, meinen Empfehlungen gegen übliche Widerlegungen und Hammer. Vielen Dank auf jeden Fall an Herbert Huber, falls er gerade zuschaut. Genau, nicht zu verwechseln mit Hübner, das ist jemand anderes. Herbert Hübner. Hammer, Herbert von der SK Wasserburg. Ha, mehr. Und auch Lars Milde findet deinen Kurs großartig. Leute, also wer da nicht zugreift, ganz ehrlich. Nur heute, wir machen das vielleicht einmal oder zweimal im Jahr, dass wir 25% oder überhaupt einen Rabatt auf alle Kurse geben. Sonst gibt es immer nur Einführungsrabatt auf den Kurs, der neu rauskommt. Wir haben gerade auch übrigens einen neuen Kurs draußen. Antiskandi von I.M. Patzel. Wie man skandinavisch mit Weiß begegnet. Ja.
Und Penguin I Am, I Will Berserk You hat gesagt, ich habe mal in einer 6-Stunden-Partie gegen Herbert Huber gespielt. So klein ist nämlich die Schachwelt. Wie ist ausgegangen, ja, Penguin? Ja. Okay. Na gut, genug geplagt. Dann lasse ich euch mal alleine. Alles klar. Maki, ja, wir quatschen. Ich rufe dich so gegen vielleicht 19 Uhr an, wenn du Zeit hast. Sounds good. Perfect. Okay. Hau rein. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. FM Makan Rafi, bester Mann. Rio hat gefragt, ob man uns herausfordern kann. Natürlich, das wollen wir, dass wir herausgefordert werden. Gerne auch mit einer Variante, beispielsweise Atomschach oder Räuberschach oder was haben wir noch als Möglichkeiten, Ilja? Alles. Alle Schachvariationen werden präferiert behandelt. Hier ist der Link. Da müsst ihr einfach auf die gekreuzten Schwerter oben über dem Profil klicken und dann könnt ihr uns herausfordern. Am besten mit irgendwas Abartigem. Joker, auch dir einen wunderschönen guten Tag, du hübscher Mensch. The Power sagt auch, Andy Skandi ist gut. Ja, und der richtige Skandi erst. Skandinavisch, der schwungvolle Skandinavier. Christian, da kannst du auch von berichten, oder? Ja, ich bin schwungvoll vom Brett geflogen. Aber das lag jetzt nicht an der Eröffnung, sondern daran, dass meine Behandlung danach nicht so gut war. Und vielleicht an der Tatsache, dass mein Gegner eine relativ hohe Wertungszahl hatte. Nämlich, als ihr gegen uns gespielt habt beim Meisterschaftsturnier, bist du gegen Amin Bassem gekommen, beziehungsweise Bassem Amin. Und am Vorabend habe ich dir noch empfohlen, spiel doch einfach skandinavisch. Und du hast dir das Intro reingepfiffen und dann selbst was angeguckt. Ich habe mir eigentlich gar nichts angeguckt. Ich bin eigentlich ans Brett gekommen und habe dann darüber nachgedacht, was du gesagt hast und dachte, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Und habe das am Brett entschieden tatsächlich. Ich habe mich vorbereitet gehabt auf Russisch und war dann am Brett und dachte, nee, irgendwie, das hat er bestimmt alles analysiert, dann spiele ich doch den schloppigen Skandinavier und wird schon gut gehen. Russisch haben wir natürlich auch robust im Repertoire. Nee, Bassem ist tatsächlich kein Eröffnungsexperte. Also gegen den kannst du eigentlich alles spielen. Der spielt auch selbst alles. Das ist seine große Schwäche. Sonst wäre er noch stärker. Aber das konnte ich dir natürlich nicht vor dem Match verraten. Okay. Ja, guck mal, da gibt es doch bestimmt ein paar neue Varianten. Ja, am Ende habt ihr aber Remis gespielt, glaube ich. Ne? Nee, ich habe noch verloren tatsächlich. Ah, aber du standst zwischendurch echt gut. Ja, sag mal, jetzt teach me Horde. Teach me Horde. Ja, Horde, es geht am Anfang darum, dass du zwei Figuren, also Horde musst du relativ schnell spielen, wenn wir jetzt 5 Minuten spielen. Das ist für Horde eher eine kurze Bedenkzeit. Mhm. Oh. Und ja, sag mal, was soll ich, achso, wir haben A5, ja noch Zeit. Genau, mach ich mal A5 und dann so, und dann geht es erstmal darum, dass man Figuren opfert für Bauern. Und das Ziel des Schwarzen ist es ja, dass es eigentlich nicht so gut, so früh die Mauer schon abzugeben. Genau, spiel ruhig so und dann spielst du gleich mit. Jetzt ist er hier gelähmt überall. Genau, das die kann er alle nicht ziehen. Eigentlich schon ein relativ großer Fehler gewesen. Jetzt müssen wir nur noch die Dame hinterbekommen und dann fressen wir uns durch. Nee, noch nicht. Aber bald. Und dann müssen wir gleich, genau, da im Zentrum mal ein bisschen gegenziehen. Kann natürlich jetzt C6 machen und dann können wir mit E6 das Ganze nochmal anknacken. Ich hätte jetzt an seiner Stelle Oder E6 gemacht. Stopp mal, hier hängt, auf C6 kannst du schon zweimal schlagen und Läufer F5 machen. Oder sofort Läufer F5, gefolgt von Turm A7. Aber ich oder einmal schlagen. Ja, genau. Oder das. Ja, jetzt Njam, njam, njam. Genau. Krümelmonster. Ja. Vielleicht hier? Na, kommt F5. Ich würde eher nach C8 zurückgehen. Also eigentlich... Ja. Haben wir jetzt schon hier ein Material gewonnen? Genau, das sieht doch schon ganz gut aus. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir auf einer der beiden Seiten gleich durchbrechen. Mhm. Also aus schwarzer Sicht ist immer das Ziel, dass man eine Figur, eine Schwerfigur, genau sowas zum Beispiel, mach das ruhig, eine Schwerfigur auf die erste Reihe bekommt. Oder wie man jetzt neuerdings im Fernsehschach sagt, ganz nach hinten. Wer sagt das? David Howell und so, habe ich gesehen. Springer G6 vielleicht besser. Ja,
Ich habe da auch reingeschaut in diese Live-Kommentierung mit dem professionellen Studio. Ich glaube, die sind darauf getrimmt worden, möglichst schachfern im Publikum das Ganze nahe zu bringen, mit möglichst einfachen Erklärungen. Soll ich jetzt schon? Ja, kannst du, aber wobei auf der anderen Seite, ja, läuft auch nicht weg. Ja, warum nicht? Ja, ich sehe jetzt sonst auch nichts Großes, was wir machen können. Wir können hier irgendwie eine Schlagkombination machen, aber bringt nichts. Ne? Wir brechen ja dadurch nicht durch. Ja, hier und dann hier und dann... Oder sollen wir auf Zugzwang spielen? Ja, dann kommt er hier erstmal raus und danach ja, hat er nicht so viele Züge eigentlich. Da hat er noch einige Züge. Ne, mach das ruhig mal. Raushauen? Ja, warum? Oder vielleicht Läufer E7 einfach erstmal. Das ist auch okay. Und wenn er auf D6 nimmt, wie nehmen wir dann wieder... Ja, das gefällt mir nicht. Dann nimmt er auf das D6. CD, aber dann kriegt er hier ein paar Freibauern. Du musst schneller spielen, Ilja. Das wird sonst ein böses Ende nehmen. Okay, erklär mal, warum? Ja, heute dauert normalerweise lange. Ist eine der Bedenkzeiten, die... genau, mach Läufer H3. GH, jetzt schon, echt? Dann Dame C8 vielleicht. Ah, okay, ja. Ihr könnt ja F5 natürlich gehen daraufhin. Ah, oder du machst F6 einmal. Das echt? Befreit. Kriegt aber ein paar Freibauern. Macht nichts. Ja, das ist in diesem Spiel unvermeidlich. Oder ich nehme erstmal und dann F6. Musst du auch machen. Aber dann kommt D4 wieder nach. Also ich würde eher F6 machen, weil du dann direkt Druck auf die Bauern gibst. Aber was, wenn er schlägt und G6 spielst? Du musst schneller spielen, sonst... aber das gefällt mir nicht. Auf jeden Fall auf Zeit. Na gut. Ja, weil es kompliziert ist. Horde ist kompliziert. Also nochmal zur Erklärung. Es gewinnt entweder schwarz, wenn er alle weiße Bauern frisst, oder es gewinnt weiß, wenn er matt setzt. Dazu kommt es meistens nicht, weil sobald man sich eine Dame holt, gibt der Gegner sowieso meistens auf. Können wir eigentlich weiter fressen, oder? Okay. Oder, ach komm, das passt schon. Ja, nimm ruhig. Ja, jetzt Dame nehmen natürlich. Oder? Aber E5? E5? Ja, und dann Dame H6 und dann fressen wir uns da durch, oder? Ja, die Frage ist, ob man einmal schlägt oder nicht. Und auf jeden Fall dann... Nee, mach euch Dame F6 und dann ist die Frage, ob man auf E5... Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, wahrscheinlich. Dieser C7-Bauer ist wichtig. Ja, oder man spielt Dame H6 und dann Dame D6 zurück. Aber gut, jetzt spielt einfach so... Und dann vielleicht Turm H3. Attacke. Turm H3 ist echt? Besser. Ja. Warum? Den Läufer auf C8 kannst du behalten und nach Dame H3 bist du auch dann drin. Ah, stimmt. Bin ich schon drin oder was? Das war ja einfach. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nee, noch nicht, aber in 3 Wochen. Okay. Deswegen gibt es auch heute einen Black Friday Sale auf Chessamy. 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 So. Ja, ich fange mal an, ne? Ja. Gut, er kommt mit D6, aber... D6 ignorieren wir einfach. Und wenn er dann hier Dame schlägt, D1, dann... Dame D1 einfach und dann nimmst du den Springer auf C6. Okay, ja. Und dann auf BC, Turm A6, Turm C6 und dann hast du alles unter Kontrolle. Wobei, müssen wir wahrscheinlich noch nicht mal machen, wir können einfach weiterfressen, oder? Wobei, dann kommt der... Ja, das würde ich jetzt schon einmal einflechten. Pre-Move! Ja, er hat auch gepremoved. Ja, jetzt nimm einfach alles weg. So C4 nehmen, ist eigentlich egal. Ja. Jetzt musst du nur schnell spielen. Okay. Das ist der falsche Flügel für ihn, oder? Ja, definitiv. Aber die Stellung ist in jedem Fall verloren, also. Ich glaube, er will dich nur flaggen, Ilja. Nimm sie alle weg. Der ist doch eh schon gedeckt, na gut. Man davon muss jetzt am Ende noch einmal aufpassen, dass man nicht Patt setzt. Patt setzt? Ja. Dann will ich wirklich flaggen. Wie setzt man den Patt? Ja, wenn er am Ende nicht ziehen kann. Ja. Ja, so nicht. Also. Gut gemacht. Ja, Zeitnot. Er hat den Turbo eingelegt. Ja.
Ja, das war Horde. Genau, das Ziel, wie schon gesagt, ist, die Dame ins gegnerische Lager reinzubringen. Auf die erste Reihe und dann die ganzen Bauern einen nach dem anderen wegzufressen. Ilja, Chessblunder So ist fragt, ob das. ich einen Kurs kaufen soll. Und Pandoras Box 1301 fragt, haben wir schon Werbung für deinen Channel gemacht? Freilich, machen wir aber gerne nochmal. Ja, haben Abonniert wir doch alle schon. Ist doch Christians ein geiler Channel. Typ. Ist ein geiler Typ. Der Link wird die ganze Zeit vom Nightboard gepostet und von mir auch. Und Christian ist ein geiler Typ. Viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Und ja, Chessblunder. Vielleicht beantwortest du die Frage einfach, Christian. Warum sollte ich mir einen Kurs kaufen? Mit Chessbase kann man einfach mit Engine analysieren und in die Eröffnungsbücher reinschauen. Ja, wenn du 2,5 hast, brauchst du nicht unbedingt einen Kurs. Aber bis dahin ist es Ah, schon guck mal, da gibt es ratsam. Atomschach, Junge, da gibt es Atomschach. Nehmen wir. Bis Ja, dahin ist es läuft. ratsam, sich gute Varianten, gute Ideen von starken Spielern empfehlen zu lassen. Und da gibt es einige Sachen, die man falsch machen kann oder richtig machen kann. So, also ist jetzt vielleicht auch nicht für jeden. Ich arbeite auch gerne mit Öffnungsbäumen, aber wie viel Zeit ich schon gespart habe, indem ich mir auch Tipps von anderen Spielern, die teilweise auch weniger Elo haben als ich, in so Videokursen gegönnt habe. So, Ewig viel. jetzt müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Der Puddingburner ist auch ein alter Niederkasseler Schachfreund. Ah. Und ein sehr guter Atomschachspieler. Tatsächlich war er sogar lange Zeit von uns beiden der bessere Atomschachspieler. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr unbedingt so. Aber er spielt sehr, sehr gut Atomschach. Deswegen Wie viel müssen hat wir er denn uns, im richtigen Leben? ich glaube, so 1900 rum. Dürfen wir seinen Namen preisgeben? Alex, dürfen wir deinen Namen preisgeben? Muss ich mal nachfragen. Was ist das hier? Team Huschi? Wo ist Team Chesame? Team Na gut. Chessimi fehlt. Na gut, also nach Team Chesame E3. fehlt. Genau, es droht Dame H5, Dame D5, deswegen E6 der beste Zug hier. Ach, das weißt du schon. Ja, Springer F6 ist. das ist alles lange Eröffnungstheorie hier. Das ist Alles ausanalysiert. alles ausanalysiert. Er So, denkt, ich Dame bin. F3. Ich glaube, hier ist der einzige Zug F5. Ist alles Theorie, ja. Kann man alles mit der Engine analysieren. Das kann man alles tatsächlich mit der Engine analysieren. Was will er da? Ja, das Der ist weiß die schon, dass Vari er. ist eine seiner Ja. Lieblingsvarianten, soweit ich das weiß. Er spielt dann immer so mit Dame H4 danach. Das ist eine der möglichen. Also G6 muss kommen natürlich. Und ja. Ja, den müssen wir tauschen, ne? Man kann auch, glaube ich, Dame G5 machen, aber Kommt Springer F3. ja, tausch einfach mal. Dann das nach Springer F3 kommt Dame G3, deswegen geht das nicht, aber Was? Dame G3? ja. Kommt doch. Ah, oh wow. Ja, wie war denn hier die Variante? Das habe ich natürlich wieder alles vergessen. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu viel erzählen, was die Leute nicht verstehen, die noch nicht so oft Atomschach zugeguckt haben. Im Atomschach ist das Ding, dass die ganzen Figuren explodieren, die um die geschlagene Figur herumstehen. Außer Bauern. So, Das machen hat wir schon einen krassen Vorteil. Springer was? Springer F6. Okay, Und dann auf Springer gut, aber schon. E5 müssen wir natürlich dann D6 machen. Und dann wird er wahrscheinlich auf G6 den Bauern rausfressen. Genau. Hat dann Und Bauern mehr. jetzt hat er einen Okay. Bauern mehr, aber dafür haben wir unsere Eröffnungsprobleme so einigermaßen gelöst. Also das ist noch eine Theoriestellung, soweit ich das weiß. Und Ja, weiter. hier gibt es verschiedene Sachen. Ich glaube, Turm G8, das kann man mal mit anfangen. Droht Turm schlägt G2 und dann würde natürlich der Bauer und der Turm fallen. Aber jetzt weiß, glaube ich, auch G4, genau. Das ist tatsächlich, glaube ich, immer noch eine Theoriestellung. Überschlagen oder schlagen lassen? Ich Überschlagen lassen. Er wird glaube, dann G5 kommt wahrscheinlich. G5 als nächstes, genau. Deswegen muss man, glaube ich, schlagen hier. Oh Mann, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Er blitzt das alles hier raus. C6, Ja, das ne? ist natürlich alles einfach nur eine normale Öffnungstheorie-Variante bisher. Turm G2. Man will immer im Atomschach will man immer, jetzt musst du schlagen, das ist wahrscheinlich immer noch Theorie. Und auf Springer C3 machst du immer B5, um Springer B5 zu verhindern.
krank. Ja. Wir haben eine Figur mehr, aber zwei Bauern. Genau, zwei Bauern sind im Normalfall etwas stärker als eine Figur. Aber echt? Nicht viel. Also ich glaube, wieso? Weiß steht hier wahrscheinlich marginal besser, aber nicht viel. Bei den Endspielen kann man eine Figur immer nur für eine, einen Bauern immer, Läufer G7 vielleicht, oder Läufer B7, ist auch okay. Und dann Endspiele. Läufer B7. In Endspiel bin ich noch nie gekommen. Ja, das wenn man hat da Gründe. Theorie, wenn man da die Theorie ein bisschen kennt, dann kann man... Ja, okay. Auf B4 kommt Springer B5. B4. Und das ist so schlimm? Das ist wahrscheinlich ein Brutspringer A7 halt relativ böse. Genau, mach das mal. Wir müssen jetzt schneller spielen. Du musst mir helfen. Ich habe alleine keine Chance gegen Puddingbirne. Aber er hat nicht so viele Züge, oder? Nee, also wenn er jetzt lang spielt, können wir vielleicht Springer A6 machen, dann kommt Springer B5 und dann Turm C8. Ja, Springer A6, wenn er schlägt, kommt Turm C8. Und dann könnte C4 kommen. Und dann Läufer A6. Warum nicht D5? Läufer A6 stärker, weil sonst C5 kommt. Mhm. Oh Mann. Das ist ja echt. Ja, also kennst du Fritzi? Kennst du Fritzi 2003? Fritzi? Ist auch ja, so ein. Ja, hab ich mal von gehört, ja. Kann ich nicht wegschlagen? Ja, dann kommt Läufer C5, macht das trotzdem. Und auf Läufer C5 Läufer D4. Das war mit dem Turm matt, oder? Ja, genau. Das ist jetzt die Hoffnung. Es könnte gut sein, dass wir das Ding jetzt... Was? Vielen Dank für das zombie-mäßige Hinterherlaufen. Heilig. Weil er eins auf Turm G1, Läufer C5, kommt er nicht mehr zu Turm G8, sondern wir geben zuerst Schach. Sodass er jetzt wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich... Vielleicht den? Ja, dann kommt Schach. Ja, dann... Nee, dann kommt einfach... Wieso? Dann kommt doch der. Ja, dann kommt Läufer schlägt D4 und dann Turm C1 gewinnt auch. Turm C1, Turm C2, Turm A2. Aber auf, ja. Auf König B1 kommt E schlägt D, dann verlieren wir. Also auf König B1 muss Läufer schlägt C5 kommen. Aber wenn E schlägt D kommt, dann ist der doch auch weg. Richtig. Okay, dann verlieren wir doch nicht. Dann kommt auch Turm C1, Turm C2. Also Läufer D3 gewinnt auch. Geisteskrank. Ja. Henry! Sieht gut aus, oder? Hier, Ilja. Ja, vielen Dank. Ohne dich hätte ich das niemals geguckt. Aber jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Er gibt auf. Jawohl. 228 Punkte. Oh, overrated. Ach, sorry, Alex. Ja, aber waren nur 9 Punkte. Für ihn. Sind ja nicht 228 für ihn. So, Jasmine spielt jetzt mit hier in der Liga der Großen. Genau, also auf eine ganz große Variante. Tatsächlich sehr spannend und sehr konkret, aber oft gibt es auch Endspiele. In Endspielen gibt es ganz verrückte Motive. Zum Beispiel? Da gibt es zum Beispiel Endspiele, wo man eine Figur mehr hat, also ein Läufer gegen nichts und wo die Stellung aber dann trotzdem Remis ist, indem man einfach alle Bauern auf die andere Felderfarbe stellt. Okay, interessant. Okay. Ja, spannend. Ja, und wo gibt es diese ganze Räuberschachtheorie? Ja, Räuberschachtheorie gibt es an vielen Stellen. Es gibt einen Kanal von Illion oder einen King of the Hill, mach ruhig mal. Und Illion hat viele englischsprachige Analysen dazu gemacht. Ich habe ein paar Videos auch zum Thema Räuberschach gemacht. Es gibt Studien auf Lichess von Illion gibt es Studien, aber es gibt auch von anderen Leuten da Studien. Und es wird tatsächlich auch ab und zu gestreamt von Leuten wie Tipau. Genau. Ja, krass. Aber so Bücher oder Lehrvideos, also so richtige, so Kurse gibt es nicht wahrscheinlich, oder? Wäre mir nicht bekannt. Die meisten Varianten sind halt auch nicht irgendwie kommerziell oder so, sondern eher ja, Spaßveranstaltungen. Ja, klar. Okay. Genau. So, also jetzt gewinnt man hier, indem man matt setzt oder mit dem König ins Zentrum läuft. Das wäre jetzt ein bisschen früh, aber nach meinem Verständnis sizilianisch gut für Weiß, weil Weiß hier schneller ins Zentrum mit dem König käme, wenn es günstig läuft, oder? Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, weil Schwarz ja auch E5 manchmal hat hier in solchen Stellungen. Spiel einfach mal schnell dein Ding hier und dann
Gucken wir mal. Ja, was denn für ein Ding? Ja, ein ganz normales Ding. Richter Rauser? Was bedeutet das Fragezeichen, möchte Floku wissen? Das Fragezeichen bedeutet, das ist eine provisorische Wertungszahl. Das verschwindet, nachdem man, glaube ich, 20 Partien bei Lichess gespielt hat. Aber ich glaube, das unterscheidet sich auch nach Bedenkzeit und Spielart. Ja, aber ja, daran sieht man, dass wir es noch nicht so häufig gespielt haben. Das kommt auch wieder, das Fragezeichen, wenn man eine Zeit lang nicht gespielt hat, glaube ich. Mhm. Genau. Ja, mach einfach mal. Ich kontrolliere schon mal dieses Feld, damit er nie E5 spielen kann. King of the Hill ist eigentlich meistens relativ ähnlich wie normales Schach. Mhm. Und irgendwann muss man anfangen zu rechnen, ob man laufen kann, oder? Genau, und oft gibt es dann halt Endspiele, in denen man rechnen muss, ob man laufen kann, ja. Ob wir jetzt hier wirklich besser stehen, weiß ich nicht. Weil er hat jetzt auch E5 gemacht, hat das Feld D4 auch unter Kontrolle, genauso wie wir D5 unter Kontrolle haben. Das heißt eigentlich, glaube ich, dass die Stellung so einigermaßen ausgeglichen ist. Ah ja, guck mal, Pinguin GM schreibt, wenn man nach einem Jahr... Okay. Ja. Okay. Also sag mal einen guten Zug. Oder überleg mal, in der Zwischenzeit feiere ich Henry Bankwitz, der gestern 4 Kurse geholt hat und die PGN auch zu schätzen weiß. Vielen Dank, Henry, für das Feedback und den Einkauf. Lange Rochade. Okay, kurze Rochade wäre zu weit weg vom Zentrum, ne? Vielleicht, ja. Das war die Idee. Problem. Vielleicht ist dann F4 auch ein Ticken effektiver. Mhm. Aber ja, das ist natürlich die Art von Stellung. Ich glaube, den sollte man nicht schlagen, weil man dann eben ein zu starkes Zentrum gibt. Mhm. Aber vielleicht kannst du auch machen. Und dann F4 irgendwann. Ja, keine Ahnung. Ja, komm. Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst machen soll. Läufer B3. Auf jeden Fall schneller spielen. Das ist wieder dringend zu empfehlen. Nicht meine Stärke. Ich schütte mir erstmal was zu trinken ein. Ja, Prost, Ilja. Prosit. Christian ist übrigens aus Aachen zugeschaltet. Aus dem wunderschönen Aachen, wo ich ja auch mal in der Bundesliga gespielt habe. Richtig. Allerdings beim falschen Verein. Richtig. Den gibt es auch nicht mehr so in der ganzen Vollständigkeit von früher. Ja, uns hingegen gibt es noch in alter Form und Frische. You receive messages. Das ja, heißt, kommt immer ja. So eine Wende. Ja, wir haben heute 100 Chat-Nachrichten generiert in unserem Stream. Ja, das kommt früher oder später immer. Ich glaube, wenn man den Nightboard genug chatten lässt, dann kommt das. Ne? Das funktioniert. Ich glaube, das wird nicht mitgezählt. Aber es ist trotzdem heute relativ wenig los. Ich bin ein bisschen überrascht, weil eigentlich hat diese Uhrzeit letztes Mal ganz gut funktioniert. Aber wenn wir jetzt abends gestreamt hätten, würden wir mit Skilling konkurrieren. Deswegen habe ich extra jetzt den frühen Nachmittag für mich gefühlt morgen gewählt. Ja, vielleicht ist Varianten ja auch nicht so für jeden das Ding. Darf man bei King of the Hill rochieren? Freilich. Soll ich den mal... Oder... Ja, man sowas? Natürlich. Oder soll, oder soll man Matt setzen? Wir können ja beides machen. Und dann F5 und Matt setzen? Ja, auf Springer D5 vielleicht sogar. Weil Dame A5 kannst du einfach ausschlagen, wenn du willst. Dame A5? Ja. Endspiel müsste doch gut sein. Wir sind ja irgendwie näher dran am Zentrum und wir müssen uns das noch freikämpfen. The Power fragt, wer ist besser, du oder TBG? Christian, wer ist besser, du oder TBG? Wo drin? Ja, im Schach. Im Schach, ja. Ich vermute, Ilja und ich sind beide einen Ticken stärker als TBG. Oh, was macht der da? Das ist doch alles nicht gut, oder? Kann auch den spielen. Was macht der da? Ja, Tom, DF1, komm, du musst spielen, Junge. Junge! Achso, das hätte ich vielleicht nicht zulassen sollen, aber egal. Ja. Ja, ich hack den jetzt raus, weil Königssicherheit ist ja hier auch ein Faktor, oder? Achso, Moment, das habe ich unclever gemacht. Soll ich abtauschen? Nee. Spiel einfach. Ich glaube, das gibt keine,
keinen Sieg mehr hier über König ins Zentrum, sondern einfach über normales Schach. Endspiel. Ganz positionell. Ja. Wie gut ist ein Jaboda im richtigen Leben? Ja, nicht so schlecht. Jawohl. Du kannst gerne Tipps geben. Ja, es ist gar nicht meine Stellung, muss ich sagen. Ich verstehe hier überhaupt nicht, was passiert. Und ich auch nicht. Warum? Ich tue mich ein wenig schwer mit dieser ganzen Struktur hier. Jetzt will er dich flaggen, glaube ich, ja? Jetzt will er die Damen tauschen. Ja, mach ruhig. Dann springt er C4. Achso, so. C3. So. Wir müssen gleich mal gucken. Ja, Schlag. Und Turm B1, springt er D6. Also es ist plus 2, wir haben ja plus 2. Ach so, ach. Und da mache ich hier so einen Aufriss. Ja, nimm mal raus. Achso, Turm, vielleicht so. Nee, no, okay. Ich will nehmen den Turm. Einfach den Turm nehmen. Nee, okay. Nee, nein. So. Jetzt kommt der König, König F8. Aber er droht wenig. Er droht hier zu schlagen und dann hier reinzukommen, oder? Dann haben wir C4, weil dann kann er sowas machen. Ja. Eieiei. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt gut für ihn. F5. Schlagen wir erstmal, oder? Ja. Oh, vielleicht ein guter Zug. Ja, muss er wahrscheinlich schlagen. Im Springer. Und jetzt? Jetzt kommt König F6. Ja, wenn der Schwarze das Zentrum erreicht, nochmal für alle, dann hat er gewonnen. Ich weiß nicht. Sag mal was. Springer C5 macht er jetzt. Ja. C4. Ach, er ist die andere Richtung gelaufen. Ja, hat er gut gespielt, ne, der Jaboda. Das hat er gut gemacht. Okay. Moment, ich muss mein Video neu starten. Das hackt ein bisschen ab. So. Na gut, wen machen wir als nächstes? Was hatten wir denn noch nicht? Hier, 3 Schach. 3 Check. Ja, machen wir das. Kukulu hatten wir zwar schon, aber macht nichts. Dann mal los. Was gibt's hier für Theorie? Schon zu aktiv. Also E4 ist eigentlich nicht der beste Zug, soweit ich das weiß. Man spielt, glaube ich, mit E3 und C3 irgendwie. Echt? Attacke. Ja, kann ja, er machen. Jetzt ist nämlich ins erste Schach jetzt schon rein. Okay. Ja, aber dann haben wir eine Figur mehr. Ja, das ist meistens ungefähr ausgeglichen, ja, ein Schach gegen eine Figur. Okay. Ich spiele auch ganz schön schnell schon wieder. Läufer B5. Ja, hallo. Das war natürlich jetzt ein Fehler von Kukulu. Nach C6, wir haben jetzt noch einen Schach, wenn wir wollen, danach. Ne? Ja, das machst du natürlich auch. Ja, muss er natürlich C6 spielen. Ja, jetzt müssen wir noch einen Schach geben. Können wir eigentlich... Warte, oh, vorsichtig. Ja. Er wird ja nicht Dame E6 Schach geben. Nee, aber das ist irgendwie nicht die Art und Weise, wie man das spielen sollte, glaube ich. Dame okay. B3. Wie war's? Also, Dame B3? Kannst du deinen König ein bisschen besser schützen in 3-Check? Ja, ich kann auch dann gleich rochieren. Na gut. Also Dame B3 muss er wahrscheinlich schon Turm D8 machen. Na komm, machen wir da hinzu. Ja, weil ein Schach könnte er noch irgendwie vielleicht hinkriegen, aber 2 Schachs nicht. Also ja. Ja. Sogar erstmal nicht sichtbar, wie er ein Schach überhaupt kriegt, weil im Moment auf Turm D8 kommt Dame B4. Ja, wir brauchen nur noch einen Schach. Ich meine, das ist doch haushoch gewonnen. Was spielt der C5, oder? Ist Dame A3 noch stärker dann? Aber wobei, Moment, wir müssen ein bisschen aufpassen auf Dame B5. Er kann doch einen Schach geben, aber er kriegt nie ein zweites. Ja, gut. So.
Wir können es Nee. einfach zu Ende entwickeln, oder? Wir können Ja. auch, wir können einfach den hier jetzt machen. Ja, das sieht gut aus. Wird wohl kaum F6 spielen. Ja, und dann können wir einfach auch Oder hier sowas. natürlich. Ja. Die Schachs werden auch irgendwo angezeigt unten übrigens. Ja. Die Zuschauer, da ist immer ein König, der dann noch dazu eingeblendet ist. So ist das. Wie gut bist du eigentlich im Four-Player-Chess? Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Oh, dann sollten wir das mal zusammen machen. Da bin ich nämlich der beste Spieler der Welt. Das klingt interessant. Vielleicht nicht der Beste, aber ich kenn wenige, die sich so lange und so intensiv damit auseinandergesetzt haben. Okay. Dame B5 ist jetzt, glaube ich, der Killer. König B8, Dame, wohin auch immer, zieht A6 jetzt oder Dame A6. B6. Dame B6, Matt in 1. Sauber. Stark. Gut, was haben wir? Oh, Racing Kings. Hier, die Racing Leute haben Kings. verstanden, womit man uns bekommt. Das sind Ja, immer die letzten wunderbar. Racing Challenges, Kings die haben wir noch rein. nicht gehabt. Ah, So, das ist Racing also Kings. Man darf schwarz. keine Schachs geben. Und es ist auch voll von Theorie. Aber ich lasse dich einfach mal machen. Ich glaube, das ist lustig. Ja, ich nehme den einfach, ne? Ja, mach ruhig. Ich meine, ich kann auch hier schlagen, aber das dem Braten traue ich nicht. Also, hier ist das Ziel, mit dem König die Grundreihe zu erreichen. Egal welches Feld. Und beide Seiten laufen in die gleiche Richtung natürlich. Und es darf kein So. Schach geboten werden. Das ist die Soll ich den mal Sonderregel. schlagen? Gut, dann Ja, wird mach ruhig. der Läufer halte ich für etwas besser hier in dem Spiel. Dann So, jetzt. vielleicht so mal absperren. Ja. Das kann er nicht machen, das wäre Schach und wir natürlich auch nicht. Türme sind wertvoll und Läufer sind auch nicht so schlecht, aber Türme sind die richtigen. Jetzt kannst du König Starken. ran. Ja, genau. So, dass er wieder kein Schach hat. Und auf König G4 hast, kannst du Turm C5 machen. Oder? Jetzt könnte ich auch hier schlagen. Bringt das nichts? Und dann mit dem Läufer hier Frage ist, ob Turm er dann schon schlagen? läuft. Aber Meinst du echt? Okay, was hast du? Welchen wenn ich Vorschlag? König. Wir haben so, so. Ja, ich dachte eher der Turmzug, ja. Machen wir den Turmzug. Wäre jetzt spontan mein Zug gewesen hier. Machen wir uns auch ein Treppchen hier. Genau, und er kann jetzt nicht nach vorne und er kann auch nicht die Gegenblockade mit dem Turm machen. Guten Nachmittag, Konsti. Und Penguin sagt, dass sein Trainer uns rasieren würde. Ich könnte mal eine Rasur wieder gebrauchen. Aber was macht dich ansonsten so selbstsicher, Penguin Berserker? Wer ist denn sein Trainer, ist die Frage. Das ist auch die Frage, ja. Es gibt sicher Leute, die uns rasieren würden. Will er hier schlagen? Die Frage ist, ob Ist egal, wir laufen, oder? du jetzt laufen kannst. Springer Ja. schlägt. Ja, Ja, wir genau. laufen. Genau, lauf einfach und dann läufst du einfach weiter. Touchdown ist das Ziel. Wobei. Ah, wobei. Oder nimmst du den weg? Womit? Ich könnte hier hinlaufen. Könntest du auch Mit mit. denen. Ne? Könntest du auch wegnehmen jetzt Könnte natürlich. ich weiterlaufen? Müsste man jetzt rechnen. Aber Ja, das Feld H1 ist noch unter Kontrolle. Vielleicht nimmst du den besser weg unten. Oder schon mal mit der Turm. Dame vielleicht eher, aber ich weiß es nicht. Echt mit der Dame? Ja, vielleicht. Ah, komm. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Also ich glaube, Joker, sehr schön, ja. Haben wir die Dame eingestellt gerade? Schlecht. Ja, aber mit Absicht dachte ich. Dein Trainer ist Barbier, sagt er. Ja, das ist natürlich gut möglich. Dann wird er uns sicherlich rasieren. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu frech, was wir da gemacht haben. Aber wir sind dran. Das war ein bisschen frech. Ja, König, aber dann vielleicht nach H3. Aber er hat doch am Ende immer Dame A1.
Mach mal König H3 vielleicht, das. Ja, aber dann nimmt er mit dem Turm. Ah, nimmt er mit dem Turm. Ah, schlecht. Dann müssen wir hier runter. Oder gehen und. Achso, dann drohen wir noch nicht mal was. Oh, Christian! Ziehen! Ja, was denn? Ich muss vorwärts. Aber wir haben Zeit bekommen. So. Und dann so, aber es kommt immer Dame 1. Vorwärts. Wir verlieren hier unseren Turm. Sag mal einen Zug. Ich lach mich gerade über den Pinguin-Berserker kaputt. Ich zerstöre die beiden im Blitzsimultan. Jawohl. Mit Berserk auch noch, bitte. Ja, geh. Und dann Turm G1, oder? Ja, genau. Wird zwar wahrscheinlich beide. Gegen das abzuwehren, aber. Er macht den, also er macht den und dann den. Ja, und dann spielst du Turm F1. Ah, nice. Jetzt sind wir durch. Er kann ja nicht schlagen. Turm F1, brillant, Christian. Ja, mein Dame G7, Turm C1 wahrscheinlich, ja, einfach. Und dann sind wir wirklich durch. Oder Springer E2. Springer E2 könnte er noch machen. Das ist wahrscheinlich E2 der beste Zug. Das ist wahrscheinlich der einzige Zug. Dann kommen wir mit dem Springer angehoppelt, oder? Ja, müssen wir ja wahrscheinlich. Das ist aber wahrscheinlich zu langsam. Wieso? Für wen? Für uns. Was will er denn machen? Ja, hopp. Hopp, die Wette gilt. Das musst du. Oh, geht oh auch. Nein! Er macht den. Ja, er kann nicht schlagen. Kann nicht nein, aber er macht den und wir können nicht schlagen. Wir sind im Zugzwang. Oder wir spielen irgendwie. Nee. Sag was, sag was! Ja, ja, gut gespielt. König C3 war gut. Konnte man nichts machen, ne? Ja. Ja, aber guck mal, hier habe ich mir schon eine 2060 erarbeitet. Nadita, 1981. Vielen Dank fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen. Das klingt wie ein Mädchen. So, was hatten wir denn noch nicht? Hatten wir irgendeine Variante noch nicht, Ilja? Ja, wir können mal wieder ein normales Schach spielen. Vielleicht bleiben dann ein paar mehr Zuschauer pappen. Anti-Chess. Kukulu macht's richtig. Kukulu er weiß, was noch nicht gekommen ist und deswegen. Und was hat Kukulu so für eine Zahl? 1600. Ja, Anti-Chess, genau. E3, mach mal ein B5. Ja, ich glaube, so geht das. Ist schon lange her, dass ich das letzte Mal Anti-Chess gespielt habe. Was hältst du von dem? Nee, ich glaube, man lässt schlagen. Okay. Aber das ist auch alles wieder Theorie. Ja, mach einfach mal E6 oder sowas. Und wie schlägt man? Ich glaube mit der Dame. Echt? Und die opfert man dann gleich. Es ist gefährlich, mit den Läufern rauszuschauen. Da gibt es manchmal so Kombinationen, dass man die Läufer alles fressen lässt. Hallo? So, das ist eine Stellung, in der man kurz nachdenken muss. Ja, kurz. Aber ich würde denken, wir nehmen einfach die Dame raus. Weil dann haben wir doch einige Möglichkeiten, da gleich weiterzuspielen. Läufer A3 ist immer eine Option. Na, vielleicht besser ansonsten. So, auch hier. Hier und lässt genau, machen wir Läufer A3 und dann danach Springer C6 droht wahrscheinlich schon relativ übel. Springer D4 und Springer B4. Krass, du hast dich damit echt lang beschäftigt, ne, mit diesen ganzen Variationen. Ja, oder bist einfach talentiert? Auch Anti-Chess relativ viel gespielt schon, ja. Na guck mal, hier können wir doch schon eine ganze Reihe Sachen einstellen. Ah, das hätte ich jetzt nicht so direkt gemacht, aber gut.
Echt, okay. Weil das Problem an der ganzen Sache ist dann immer. Okay. Ich glaube, jetzt wollen die Leute hier richtiges Schach sehen. Soll man als Anfänger verschiedene Eröffnungen spielen oder nur zwei oder drei? Das wird sich wahrscheinlich nicht auf Anti-Schach beziehen. Wer weiß? Aber ja, dann mach einfach mal. Ja, aber was? Ja, dann musst du jetzt wahrscheinlich irgendwie wirklich C5 machen. Was hältst du von dem? Okay, ja, C5 erstmal. Es kommt ja sonst D5, das ist das Problem. Ah, Springer C4. Ja, das ist verliert sofort. Springer H6 könnte ein Zug sein. Ja, machen wir den mal. Okay, 42 Sekunden. Das alte Leid. Okay, wenn G4 kommt, schnappst du raus und schnappst auf H2, wenn es geht. Freilich. Das darf er nicht zulassen, sonst muss sein Turm alles fressen. Das hat er, glaube ich, übersehen. Genau. Jetzt können wir hier fressen lassen. Ja, hau Ist ab. egal. Genau. Nee, nee, nee. Oh! Was denn? Sind ein Zug. Okay, König E7. Ah. König E7. Ah, okay. Ja. Turm D8. Nee, warte mal. Turm H8. Genau. Turm H8, dann E5. Damit wir nichts. E5. Oh, den hat er auch noch. Shit, den habe ich übersehen. Da sind wir jetzt reingelaufen. Ja, A2 nimmt A2, A2, A2. Das Kriegen muss wir man hin, keine Sorge. eigentlich jetzt gewinnen. C2 nehmen. Ist doch jetzt schon. Ja, wunderbar. Und E4. Easy, 10 Sekunden. Freihändig. Ganz stark gespielt, Ilja. Naja, geht so. Turm A7 haben wir beide übersehen. Aber ich musste nach. Das muss hier eigentlich gewonnen Ja, sein, ne? aber du hast dann den großen Fehler gemacht, dass du Turm E8 gespielt hast, was auf jeden Fall mal mindestens ein Tempo kostet. Ah, nee, Muss Moment. vielleicht G5 oder sowas spielen. Das muss ja gewonnen sein hier. Ja, das ist gewonnen. Aber wie? Ja, wie? Einfach Turm E, okay, Turm E8 und dann G5. Das gewinnt. Also hast du den Fehler gemacht. Ja. Turm Okay, E8. G5 nimmt er hier. Ja, und Läufer dann Turm B8. D7. Ah. Ja, oder erstmal Läufer D7 noch. Reihenfolge ist, glaube ich, egal dann, ja. Turm B8 nimmt er da. Stellen wir irgendwo den Turm E7 ein. und dann Ja. Turm E7. So. Turm E7, so. Wobei der G-Bauer muss ja auch noch losgeworden werden. Ja, ist auch egal. So, eine Runde normales Schach jetzt. Ja. Hier, Chess Beast Austria from Position wartet schon lange. Jetzt haben wir zwei Springer weniger und er hat noch den Vorteil des doppelten Läuferpaares. Naja. Ja, Das wird hart. Aber Turm weniger ist kein Problem, ja? Turm weniger war ich von Anfang an optimistisch, aber das ist echt hart, glaube ich, hier. Ja, wir können einfach ablehnen. Wir müssen nicht jede Challenge annehmen, wenn das zu hart ist. Ja, Spieler einfach, komm. Wir wollen ja keine Spielverderber sein hier. Aber danach spielen wir mal richtiges Schach. Ja, wir haben hier auf jeden Fall als erster rochiert. Ah, kommt Läufer C5 Schach schon. Oh Gott, was soll ich denn hier machen? Das ist doch Ja, Quatsch ich spiele doch alles. einfach, ist doch. Na, warte mal, Läufer H5 ging doch. Gut, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Was ist das? Was ist das? Ist doch normales Schach. Oder kann man jetzt auch Ich. Räuberschach from Position spielen? Läufer E3. Jetzt haben wir eine Figur weniger, ne? Das geht ja fast Und wie noch. viel haben wir da? Drei. Nur eine Ist Figur? doch, Dann ist ja ja, gut. im Bereich des Spielbaren. Guck, ich fress mich ein bisschen durch. Ja, und vor allen Dingen ist diese eine Figur der schwarzfeldrige Läufer. Der ist redundant.
Ja, genau. Ja, vielleicht stehen wir schon besser inzwischen. Na, das wahrscheinlich nicht, aber gut genug. Können rochieren oder was schlagen. Können auf C6 schlagen, wenn wir wollen. Dann mit der Dame vielleicht auch. Springer vielleicht auch. Tja. Und Dame kommt Läufer D7, verlieren wir ein bisschen Zeit. Springer kommt Dame C8, verlieren wir auch ein bisschen Zeit. So, sonst rochieren wir doch einfach, oder? Ja, warum nicht? Springer E6 wäre auch ein Zug gewesen. Ist immer noch ein Zug. Das stimmt. Aber erstmal Turm E1. Turm E1 sieht gut aus. Und dann nach Läufer E7 haben wir Springer Springer E6. E6. Ja. Mit solchen Ideen. Nur noch heute im Black Friday Week Sale. 25% Rabatt auf alle Kurse und Bundle auf chessme.com. So sieht's aus Wer noch und nicht nicht bestellt, anders. bekommt dazu ein handsigniertes Getragenes Höschen von Christian. handsigniertes Höschen von Ilja dazu. Ja, wunderbar. Ja, was ist denn jetzt, Christian? Soll man als Anfänger verschiedene Öffnungen spielen oder nur 2-3? Ja, ich glaube, verschiedene Eröffnungen ist gar nicht schlecht, aber man sollte generell irgendwie, glaube ich, sich nicht um Eröffnungen kümmern. So mein Credo generell. Dass Eröffnungen ziemlich stark überbewertet sind im Schach. Aber ja. Deswegen stehe ich auch immer so schlecht nach der Eröffnung. Also vielleicht ist das auch nicht die beste Herangehensweise. Ja, also, wer war das? Flotu? Flotu, such dir ein System jeweils raus für Weiß und für Schwarz. Also nicht so eine konkrete Öffnung, wo man wirklich Varianten lernen muss, sondern wo man sich immer ähnlich aufbaut und spiel das erstmal. Schau, wie weit du damit kommst und irgendwann musst du natürlich schon mal an deinen Öffnungen nochmal arbeiten, aber ja, dieser Zeitpunkt kommt meistens etwas später. Also Systeme sind gut, zum Beispiel Johnny's English. Das ist ein System, das kannst du immer spielen mit Weiß oder mit Schwarz. Skandinavisch, da hast du immer die gleiche Struktur. Das hilft auf jeden Fall, sich zu C10? orientieren. Ja, König C7. Wenn ich C6 einfach. Dame H3 Schach ist natürlich auch ein Zug. Ja, danach müssen wir den Läufer decken. Ja, ist egal, wir stehen ja so oder so gut. Wir können vielleicht dann Dame A4 im nächsten spielen. Nach Wir können natürlich auch König einfach die Damen C7. tauschen, wenn uns gar nichts einfällt. Stimmt, stimmt. Stimmt. Ja. Also, Chessimi-Kurse für dich, Flotu, eher Systeme würde ich dir da empfehlen. Wir machen schon matt, ne? Ja. Oder? Eher sowas wie vorhin erwähnt. Wolga finde ich auch, ist eher ein System. Oder für C5 Schach. Läufer Läufer D4. D4. Genau. Dann lieber eher vielleicht Mittelspielthemen. Im Mittelspiel trennt sich häufig die Spreu vom Weizen. Also da gibt es am meisten, was man falsch machen kann. So, Frage ist, glaube ich, beantwortet. Zusatzfeld. Ja. Zusatzfeld. So ist das. Netter Versuch, aber ja, wir können auch Dame A7 mit erstmal. Gesamtfesselung. Ja. Oder so. Ach Quatsch, jetzt geht das ja gar nicht mehr. Naja, egal. Du musst wieder ein bisschen aufpassen mit deiner Zeit. Aber wir haben eine Figur mehr. Wir haben noch keine Zeit. Sein König ist nackt. Naked Ah, Attraction. Tacke. Matt. Trivia. Easy. Chess Beast Austria, gegen den habe ich schon häufig gespielt. Also Zusatzfeld, das ist so, ja, wenn da ein Preis durchgestrichen ist und dann ein roter Preis steht, dann gibt es darauf nochmal 25%. Also die 25% sind auf alle Kurse aktuell, auch die, die schon runtergesetzt sind. Also wer da nicht zugreift, Christian, der ist. Selber schuld. So sieht das nämlich aus. So, dann machen wir richtig Schach Okay. nochmal. Ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, über dein letztes Paper zu sprechen? Ja, warum nicht? Dann Oder möchtest du noch ein bisschen Schach spielen? spielen wir mal eine richtige Schachpartie. Okay, eine richtige Schachpartie.
Okolo hat dann machen wir doch Kiviti. Mach mal einen anderen hier, den. Kiviti oder El Capo. El Capo hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Dann mach den noch. Argentinien. Nee, nee, das ist kein Freund des Streams. Freunde des Streams werden bevorzugt behandelt. Puddingbirne. Puddingbirne. Woher willst du denn wissen, dass El Capo kein Freund des Streams ist? Weil er kommt aus Argentinien. Er spricht Argentinisch. Maximal Spanisch, aber bestimmt kein Deutsch. Dann machen wir einfach die nächste Runde auf Spanisch, Ilja. Ja. Bueno. Bueno, entonces, El Capo 2008. Vamos a ver lo que tiene este chico. Ja, gut für dich, dass du Spanisch sprichst. Also, lass uns doch dann den Kiviti nochmal Kiviti reinnehmen. Kiviti machen wir gleich auch. Machen wir erstmal Puddingbirne. Schade, dass wir nicht schwarz haben, sonst könnten wir Funky Philidor spielen. Oder dein Philidor von mir aus auch. Das ist zwar nicht so funky. Aber Springer F3 teilen wir uns eine Passion. Ja, was ist denn der Funky Philidor? Kennst du nicht? Oh, Christian, raus aus diesem Stream. Ich muss jetzt, ja, was spielst du hier? Läufer G2. Echt? Kannst nicht machen. Kommt E5. Muss D4 oder C4 spielen. Ein Läufer E2 und kurze Rochade. Pirk mit vertauschten Farben möchte ich nicht. Spielen wir mal das hier. Das ist so ähnlich wie Schmidt-Benoni mit vertauschten Farben. Und das kommt aus Wolga. Was ist das für Benoni? Also das wäre Schmidt-Benoni mit vertauschten Farben. Was ist denn Schmidt-Benoni? Na, das heißt so. Also diese Struktur hier. Schmidt-Benoni. Wurde es bestimmt auch schon bei einigen feuchtfröhlichen Vereinsabenden fälschlicherweise getauft. Oh, der ist nicht gut, Läufer G4, gegeben, oder? Das sieht doch direkt nach Punishment aus. Was meinst du, B4? B4, Springer B4, Dame A4, Springer C6, ja, Springer E5. Ich denke auch. Sturm. Ich denke auch. B4, typischer Trick, den gibt es auch in anderen Variationen, zum Beispiel nach Springer F6, Rochade, E5, machen wir die mal rot, D3, Läufer C5, B4, bam, Weiß steht klar besser. Zum Beispiel, typischer Trick, weil der Springer immer, wenn er schlägt, kommt ein Schach und dann gibt es irgendwelche Schweinereien auf der Diagonale. Hey Kleiner, hast du Bock auf Schweinereien? Nein. Ich meine, jein. Oh, unser YouTube-Chat funktioniert nicht mehr. Unser YouTube-Chat ist weg. Wie kann das denn sein? Error. Tut mir leid. Dann müssen die Leute wohl zu Twitch kommen. Finn Josef sagt Hallo. So, und Puddingmann ist eingeschlafen. Ob ich was zum Retikurs sagen könnte, fragt Lot. Oder Lut. Ja, mache ich auf jeden Fall. Der ist gut. Der Retikurs ist mein bestes Werk, ist mein Baby. Ist natürlich relativ lang geworden, aber ist halt ein komplettes Weißrepertoire ab dem ersten Zug mit Springer F3. Und da kriegst du zum Beispiel solche Varianten hier. Wie cool ist das denn? Weiß steht schon klar besser. Dame A4, B5, Läuferpaar, dies, das, läuft bei uns. Dame A4, oder? Ja, auf jeden Fall. Dame A4. Ah, erstmal Dame A4. Ja, du meintest, ich sollte noch was erzählen zum Thema. Ja, erstmal Schach spielen und dann. Oh, wir quatschen einfach. Oder quatsch dabei ein bisschen. Du spielst einfach ein bisschen weiter. Das ist ja eine relativ ruhige Stellung hier. Okay. Dann kann ich dir aber nicht so informative Fragen stellen. Also, Christian, du hast neulich bei Facebook gepostet, dass du ein Paper veröffentlicht hast mit zwei Kollegen zum Thema Effektivität des Homeoffices. Und das hast du untersucht mit Hilfe von Schachpartien. Erzähl darüber mal ein bisschen. Das fand ich super spannend. Hab's gleich geliked bei Facebook. Ja, wunderbar. Die Idee ist recht simpel für einen Schachspieler. Nach A3 ist eine Figur weg im Übrigen. Die Idee war einfach, dass man sich überlegt, wir spielen ja meistens relativ schlecht Online-Schach. Ist das eigentlich, liegt das daran, dass wir uns einfach nur nicht konzentrieren? Oder ist es vielleicht auch so, wenn man um viel Geld spielen würde, dass es genauso wäre? Und dann haben wir uns angeschaut, was Magnus und Konsorten in ihrem Magnus Invitational gemacht haben. Mhm. Und haben die Züge einfach in Stockfish reingeschmissen. Und die auf Tiefe 25 bei Stockfish analysieren lassen. Und dann hat Stockfish herausgefunden, dass die Leute weitaus weniger gut spielen, wenn die online spielen im Vergleich zu der gleichen
Aufgabe, wenn die live spielen. Also das Live-Turnier, was wir uns angeschaut haben, war das, waren die Weltmeisterschaften, Rapid-Weltmeisterschaften, gleicher Bedenkzeit, 15 plus 10. Und das Online-Turnier, was wir uns angeschaut haben, waren die dieses Magnus Carlsen Invitational, wo es auch um relativ viel Kohle ging. Ich glaube, irgendwie 80.000 für den ersten Mal oder sowas. Mhm. Das heißt, die Motivation müsste eigentlich da gestimmt haben, aber die Leute haben ziemlich deutlich schlechter gespielt online als live. Zumindest, wenn man unserem Stockfish trauen kann. Mhm. Ja, und tatsächlich hat Peter Heine Nielsen dazu auch gesagt, dass, wir haben uns dann überlegt, warum, genau, und Peter Heine Nielsen hat gesagt, dass Magnus Probleme hatte bei dem ersten Turnier mit der Tatsache, dass er halt so zu Hause war und sich dann so ein bisschen leger gefühlt hat, und dann haben sie bei den nächsten Turnieren wohl ein Hotel oder ein Haus angemietet, in dem Magnus dann die anderen Turniere gespielt hat, um einfach mehr so in dem Schachmodus, in dem Turniermodus zu sein, als er das zu Hause war. Und ja, die Frage ist halt einfach, inwiefern das auch ein allgemeines Problem ist, dass wenn man von zu Hause aus arbeitet, dass man vielleicht auch in anderen Tätigkeiten nicht ganz so produktiv ist, wie man das wäre, wenn man im normalen Büro ist oder wenn man vielleicht mit Kunden Kontakt hat. Mhm. Ja, super spannend. Und kann man einiges daraus lernen für sämtliche Arbeitgeber, Arbeitnehmer, natürlich interessant. Und ja, hier unten steht es auch irgendwo, dass Schach prädestiniert ist als Tool, um kognitive Leistungen zu analysieren. Ja, das also, Problem ist nämlich ganz einfach, wenn man sich jetzt mal so eine Tätigkeit anschaut, wie beispielsweise einen Rechtsanwalt oder sowas, der mit seinen Kollegen einen Vertrag aufsetzt. Es ist hinterher ziemlich schwer zu messen, wie gut war dieser Vertrag. Ja, da kann man jetzt nicht sagen, der hat im Homeoffice vielleicht einen schlechteren Vertrag aufgesetzt als woanders, weil es sehr, sehr schwer ist, das von außen da ein gutes Maß für zu finden. Mhm. Wohingegen im Schachfall ist es relativ einfach, die Qualität der Züge zu vergleichen mit einer Chess Engine und einfach zu gucken, ob die größere Fehler machen, wenn die von zu Hause aus spielen. Ja, also eine eurer Erklärungshypothesen war dann wohl auch, dass wenn man in einem Turniersaal sitzt und lauter Spieler sieht, die sich konzentrieren und alles geben, dass man dann auch motiviert ist, durch diesen sozialen Druck genauso alles in die Waagschale zu werfen. Das kann man bestimmt auch nochmal irgendwie testen, ne? Also man kann ja auch Leute an den PC setzen und in einem Raum spielen lassen von 20 Leuten oder so. Das wurde ja auch, oder ja, vor Corona wurde es auch gemacht. In der amerikanischen Liga, die spielen ja online, dann reihen sich die Spieler aus einer Mannschaft in eine Achterreihe, da gibt es dann auch einen Schiri vor Ort, und die spielen dann online gegen auch eine Achtermannschaft, die irgendwo am anderen Ende des Landes sitzt. Vielleicht kann man da nochmal reingucken. Auf jeden Fall genau, super interessant. Sicher auch so die Schwäche von der Studie ist so ein bisschen, dass wir halt über den Mechanismus nicht ganz so viel aussagen können. Ob es jetzt wirklich daran liegt, dass man nicht andere Leute direkt sieht, ob es daran liegt, dass man nicht in so einer Turnierhalle ist oder ob es vielleicht noch andere Gründe hat. Aber genau. Gut, aber also ist auf jeden Fall mal ein Anfang zu konstatieren, dass es einen qualitativen Unterschied gibt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das vorher schon mal untersucht worden wäre. Kann natürlich sein. Genau, es gab. Das habt ihr herausgefunden. Es gab tatsächlich schon Studien, die das eine ähnliche Analyse gemacht haben mit so Callcenter-Mitarbeitern in China. Okay. Was natürlich eine ganz andere Tätigkeit ist. Und da kam dann raus, dass die ähnlich viele Verträge abgeschlossen haben wie sonst auch zu Hause. Das heißt, die hat es offenbar keinen Leistungseinbruch gebracht. Wobei, da haben dann einige auch gesagt, dass halt diese Callcenter-Atmosphäre, wo dann 30 Leute in einem Büro sitzen, vielleicht auch nicht so ideal ist. Ja? Das heißt, hier ist es natürlich so, dass der Noise-Level sowohl zu Hause als auch in der Turnierhalle ähnlich niedrig ist, und dass die Aufgabe halt eine rein kognitive Aufgabe ist, in der man dann gesehen hat, dass es für die Leute schwieriger war, das von zu Hause aus zu machen als aus dem Büro. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch individuell unterschiedlich. Manche Leute können gut zu Hause arbeiten, die haben einfach diesen inneren Drang zur Produktivität, und andere brauchen vielleicht eine
externe Kontrolle noch ein bisschen mehr. Ich musste während meiner Diplomarbeitszeit immer in die Bibliothek gehen, weil ich da viel produktiver war. Zu Hause kann man sich so schnell ablenken. Aber ja, auf der Genau, anderen also Seite. ich glaube gerade halt so, das ist auch das, was wir so ein bisschen sagen, so sehr stark kognitive Aufgaben, die vielleicht auch noch Kontakt mit anderen Leuten beinhalten in irgendeiner Form. Das sind Aufgaben, wo man sich sehr gut überlegen muss, ob man die ins Homeoffice outsourced oder nicht. Wenn jetzt mal die Pandemie vorbei ist und die Leute alle ins Homeoffice gehen immer, dann kann man vielleicht so einfachere Aufgaben wie E-Mails schreiben oder sowas, die kann man vielleicht ganz gut von zu Hause aus machen, aber vielleicht schwierigere Aufgaben, wo man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, sollte man vielleicht doch sich zumindest genau überlegen, ob das so die allerbeste Idee ist, das alles von zu Hause aus zu machen. Ja. Ja, jetzt während der Corona-Zeit ist es natürlich bei vielen an der Tagesordnung, von zu Hause zu arbeiten, auch so vielen von meinen Schülern. Und dann frage ich die, hey, ist das jetzt besser oder schlechter? Und manche sagen so und manche sagen so. Ist schon unterschiedlich. Ich habe das an mir auch selbst gemerkt. Ich war ja auch Arbeitnehmer lange Zeit und dann irgendwann bin ich selbstständig geworden und dann von da an habe ich angefangen, zu Hause zu arbeiten. Man spart sich so viel Zeit fürs Pendeln, fürs sich anziehen, sich hier zurechtmachen. Wird auch Und nicht der dauernd Arbeitnehmer abgelenkt spart von natürlich Kollegen. auch Büro. Richtig, ja. Ja, das heißt, es ist natürlich, selbst wenn die Leute von zu Hause aus etwas unproduktiver sind, noch nicht gesagt, dass das dann heißt, dass man kein Homeoffice machen sollte. Sondern es ist einfach nur eine Warnung, dass man sich da genau überlegen sollte, für welche Aufgaben das sinnvoll ist und wo es vielleicht Sinn macht, dass man sich doch nochmal trifft und nochmal sieht. Ja, es gibt ja auch nicht ohne Grund Coworking Spaces für Menschen ansonsten ohne Büro, wo man ja genau das auch beobachtet, dass andere produktiv sind und dann steigert das unter Umständen die eigene Leistungsfähigkeit oder Bereitschaft ebenfalls. Finn Josef fragt, wenn wir sagen, dass die Leute online schlechter spielen, wieso hat man dann online meistens ein besseres Rating als nicht online? Ja, das liegt einfach an den Berechnungslogarithmen der Webseiten und an der Anzahl der Spieler und an der am Startrating, mit dem man auf einer Webseite beginnt. Ich weiß noch, es gab eine Zeit, da hatte man bei Chess24 ein Einstiegsrating von 1800. Dann wurde es auf 1500 runtergesetzt. Dadurch, dass aber viele Leute spielen, die auch sonst noch nie einen Schachverein von innen gesehen haben, ja, ist das Level ein bisschen anders als im Turnierschach und dann ernähren sich die großen Fische von den kleinen und die noch größeren von den großen und so weiter und dann steigt das Rating-Level entsprechend. Bei mir ist es auch gar nicht so, dass ich auf jeder Plattform ein höheres Rating habe als im richtigen Leben. Zum Beispiel bei Chess24 habe ich auch über 2,8. Natürlich habe ich niemals eine Spielstärke von über 2,8. Im richtigen Leben hatte er auch schon über 2,9. Aber bei Lee Chess finde ich es ziemlich schwer, über 2,6 überhaupt zu kommen. Ja, das hängt immer dann von den Webseiten ab. Na gut, wollen wir wieder ein Vielleicht bisschen Schach machen? Das war auf jeden Fall. Ja, sorry. ja, mach euch weiter. Vielleicht auch im Interesse der Webseite, dass man die Zahlen ein bisschen inflationär gestaltet, sodass die Leute dann das Gefühl haben, dass sie eine hohe Zahl haben und weiter motiviert sind zu spielen. Wenn man jetzt So ist bei das. Chess24 ist und 3000 hat, fühlt man sich auf einmal ganz besonders toll. Wenn man da vielleicht dann nur 2000 hätte, dann wäre man vielleicht nicht ganz so motiviert, seine Nachmittage oder Abende zu verbringen. Genau. Das ist zum Beispiel auch beim Lee Chess Taktiktrainer extrem. Also ich kenne Leute, die haben im richtigen Leben 1800 und im Taktiktrainer 2,5. Weil da ist auch keine Zeitbeschränkung und da kann man sich Zeit lassen. Und wenn man das macht, dann löst man viele Aufgaben richtig. Und den elektronischen Freund befragen. Ja, das nicht. Das machen die Menschen, die ich kenne, natürlich nicht. Die sind alle super fair. Okay. Gut, ja, wenn ihr weitere Fragen habt, bitte schickt sie uns. Ansonsten spielen wir jetzt erstmal wieder eine Runde weiter Schach. Vielen Dank auf jeden Fall für die Auskunft. Richtig Hammer, finde ich, was du da so mit dem Schachthema an Forschung betreibst. Das ist ja nicht das Erste, was du untersucht hast. Hast ja auch die Qualität der Luft in Turniersälen, wie das Einfluss nimmt auf die Qualität der Züge Ja, schon das waren mal. jetzt Kollegen von uns, Ja. und das ist im Prinzip der gleiche Kollege, der jetzt auch das durchgeführt hat. Die haben sich im Prinzip überlegt, wie misst man diese ganzen Sachen, wie misst man Qualität und haben dann diese ganzen Maße sich jetzt halt überlegt gehabt. Ja, und du willst, glaube ich, hier auf Johnnys Englisch eingehen, wie ich schon sehe, dann hau mal raus. Ja, also die Eröffnung, ich weiß nicht genau, was da jetzt
gefragt wird, aber also bei uns auf der Webseite findest du es hier, Öffnung, und dann ist das ein weißes Repertoire mit erstens D4, C4 oder Springer F3 und dann siehst du es direkt, Johnny's English, hier, einfach in den Warenkorb. Hier kann man auch erstmal noch zur Kursbeschreibung gehen und dann kommt man hier schnell wieder zurück, wenn man davon überzeugt ist. Hier gibt es auch kostenloses Vorschauvideo natürlich, kann sich das auch durchlesen und dann kann man sich das in den Warenkorb schmeißen. Ich gehe mal mit gutem Beispiel voran. Oh. Vorführeffekt. Was ist da los, Johnny? Hey, Johnny. Achso, nö, hat doch geklappt. Hier. Okay, weiter einkaufen. Und dann nehmen wir natürlich Reti auch noch mit. Wobei, wenn ihr das macht, dann wäre es ja umso cleverer, hier den Rabatt mitzunehmen. Denn die beiden Kurse gibt es im Bundle. Das macht sehr viel Sinn, meiner Meinung nach, weil es viele Übergänge gibt und unsere Gedanken sich gegenseitig befruchten, wenn man es zulässt. Also, ich habe erst hat Johnny seinen Kurs aufgenommen, dann habe ich meinen Kurs aufgenommen und ich habe mich bemüht, möglichst wenige gleiche Empfehlungen wie er zu geben, aber es gibt viele Varianten, die dann eben über erstens C4 oder Springer F3 kommen können und da haben wir unterschiedliche Empfehlungen, da kann man auch ein bisschen abwechseln, was man spielt. Das ist auch mein komplettes Repertoire im Grunde. Ich spiele Reti und Englisch und fahre damit auch sogar ganz gut. So viel dazu. Black and White Friday Woche noch einmal hier. Kleiner Plug und jetzt spielen wir wieder eine Runde Schach. So, machen wir noch ein paar Partiechen Normalschach und dann verabschiede ich mich. Ah ja, hier. Gerne. Also, Kiviti. Der erste Teil. Mhm. So, Kiviti. Alter Kunde von mir. Sollen wir jetzt mal hier wirklich mal das Hand und Gehirn versuchen? Okay. Mit dem Funky Philidor. Bauer. Okay. Du bist dann wohl das Gehirn. Springer. Bauer? Ich weiß nicht genau, was der Funky Philidor ist. Ja, ich erkläre es dir. Springer jetzt vielleicht, oder was ist er? Springer, ja, das ist noch richtig. Genau. Ja, das ist schon ziemlich unfunky, der Zug H3. Der Funky Philidor besteht aus der Idee, auf Läufer C4, entweder mit E schlägt D4 sofort oder mit Läufer E7, kurze Rochade, und dann Springer B6 zu reagieren, mit der Idee, dass Läufer B3 in E schlägt D4, Springer schlägt D4, C5 reinläuft und gut für Schwarz ist. Okay. Dann müsste man entweder auf D4 mit der Dame nehmen, das ist suboptimal, oder mit dem Läufer eben auf ein anderes Feld zurückgehen, nach E2, und dann könnte man trotzdem noch mit dem Springer wieder nehmen. Ne? Also es wäre jetzt in dieser Variante noch. Ja, also das ist funky. Und das ist dann eine etwas offenere Stellung als im klassischen Philidor in der Hen-Hem-Variante. Und ihr könnt davon ausgehen, dass eure Gegner das noch nie gesehen haben. Und man bekommt da relativ schnell eine gute Stellung, wenn der Gegner nicht komplett gut spielt, wenn er nicht die Hauptvarianten, die kritischen Varianten kennt. Was natürlich keiner tut. So, und das können wir. Wir können was Ähnliches. Achso, mach du mal. Probieren. Sag mal Figur. Läufer. Eigentlich. Läufer, genau. Ja, H3 macht nicht so viel Sinn, da hatten wir jetzt keine Aktien in diesem Feld drin. König. Und das ist auch keine so gute Idee, lang zu rochieren, denn Schwarz hat hier regelmäßig den Bauer. Viel stärkeren Angriff. Das läuft nämlich hier wie gewuppt und Weiß ist nicht so schnell. Selbst wenn er zu sowas kommt, der Springer steht auf H5 gut, hat dann immer noch die Möglichkeit, nach F4 zu hüpfen. Schwarz steht besser. Bauer. Hier gibt es manchmal schon solche Ideen, aber okay, noch nicht. B4, Springer A4. Okay. Ich darf ja nicht zu viel quatschen, ne? Oder wolltest du A5 spielen? Weiß nicht genau. Bauer. Aber wir machen jetzt einfach das Rennen hier gegen Kiviti. Der kann ja nichts außer schnell spielen. Das wird wahrscheinlich reichen. Bauer. Bauer? Welcher Bauer? Ja, dieser Bauer? Klar. Ja, Christian hat eine teuflische Falle vorgeladen hier. Aber G5. Ich sage einfach immer B3, dass es gut ist. Einverstanden. Finn Josef sagt, Johnny's Englisch ist richtig cool. Wenn Finn Josef das sagt, dann ist das so. Finn Josef würde nämlich nicht lügen. Ist auch unser beliebtester Kurs. Nicht ohne Grund. Jetzt ja, hat er ein bisschen gerechnet. Dann ist mal gut. Ja? Der ist. Gleich kommt der Antrag. Bauer.
Attacke, Attacke, Attacke. Ich pre-move mal. Ich nehme mir die Freiheit. Pre-move Bauer. Bauer. Noch mehr Bauern? Bauer, go. Was denn jetzt? Ich glaube, aber jetzt müssen wir an dich abgeben, weil wir sind jetzt unter einer Minute. Jetzt wird es wahrscheinlich sonst so hektisch. Ja, sag, komm, sag Läufer. Züge. Ja, warum Läufer? Warum nicht Springer E5? Läuft in F4 rein, oder? Achso. Springer. Oh Gott, Christian. Go. Wir stehen jetzt richtig schlecht. Dame, Premove. Oh Gott. Okay, ich spiele selbst. Dame, Premove. Der ist richtig schnell, der Kiwi-Ti. Und auch nicht so schlecht. Kiri-Kiri. Ja. Sollen wir noch Hand and Brain überhaupt, oder? Nee, ich glaube, du kannst jetzt übernehmen hier, weil das ist, glaube ich, sonst zeitlich wird das zu eng. Springer C4 kommt als nächstes. Ja, das muss das retten hier. Sehen wir doch. Aber kein Schach geben und Turm. Nee, kann ich. Wanna become famous? Buy followers, primes and viewers. Hau ab. Willst du nicht berühmt Already werden? Famous. Ja, ist oh. Already. Oh, Turm D7. Eieiei. Autschi, autschi, autschi. Was machst du mit der schönen Stellung? Welche schöne Stellung? An der Stellung war nichts mehr schön. Das war funky. Wir hätten besser meinen Philidor gespielt. Konzentration. Ja, vor allen Dingen schnell ziehen. Turm B8. Go, go, go. Kann ich die pre-moven? Denke ich schon. Mach. Meinst du? Ja. Es sei denn, der Kamerad hört. Oh Mann. Christian. Was denn? Ich darf nie mehr auf dich hören. Spielen, du musst einfach schneller spielen, das ist die Hauptsache. Nicht. Ach, Junge, 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 Junge. Ja, ich glaube, das kannst du aufgeben. Es ist der schnelle Ilja, aber er wird trotzdem geflaggt. Oh, ist matt. Ja, weil du nur einen Bauern gesagt hast am Anfang der Partie. Bauer, 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 weil viele Bauernzüge wir gemacht haben. Ja. Also hier stehen wir mit Sicherheit gut, aber was ist denn hier Bauer? Warum sollte ich denn hier schlagen? Ich wollte H6 sehen. Nein. Kleiner Spaß am Rande, hat nicht funktioniert, leider. Dann lass uns doch noch einen spielen. Okay. Ja, machen wir nochmal unseren Stammzug hier, Springer F3. Ja, sagen wir mal, ist mal hier die letzte, sonst fühle ich mich von dem Nightbot ein bisschen belästigt, muss ich sagen. Jawohl. Was machst du hier? Ja, H4 natürlich. Gar keine Frage. C5 kam per Premove. Was hätte er nach B4 gemacht? Naja. Ja, das sollte er nicht zulassen, mit dem F-Bauern wieder nehmen zu müssen. Jetzt stehen wir schon gleich gut. Achso, ja komm, ich sag die Figur und du musst ziehen. Also du musst mir den Zug sagen. Bauer. Okay. E4. Ich sehe schon, das wird gut. Ich glaube, wir unterscheiden uns von der Spielanlage sehr stark. Ich sag, ne? Bauer. C3. Jawohl. Ich finde nicht, dass wir uns von der Spielanlage stark unterscheiden. Bauer. D4. Die Freiheit habe ich mir genommen.
Finde ich nicht, oder? Du bist doch auch eher so So, ja, so mit Weiß, positionell. Weiß geht's noch, ne? Ja. Ja, vielleicht muss ich mir den Funky Fielder von euch mal reinfeuern. Offensichtlich. Springer. Springer C3. Wer hat das Ja, gemacht? also kann ich dir wirklich empfehlen. Läufer. Wer Ich natürlich. hast den gemacht? Ah, ja, wunderbar. Läufer. Läufer H6. Ja, war nicht gemeint, aber von mir aus. Ich habe das ja selber lange Zeit gespielt und spiele es immer noch. Den Philidor. Läufer Den Funky. G4. Funky. Dame. D2. Na gut, ja, passt. Das funktioniert irgendwie nicht, ey, ja. Ja, passt schon, passt schon. Dame D2 ist auch nicht schlecht. Vielleicht sogar viel besser. Wer weiß, wer weiß. Wobei, vielleicht können wir uns G schlägt F3 sogar schenken. Ja, direkt Läufer C4 und Matt setzen, meinst du, ne? Ja, oder auf G7 schlagen. Vielleicht muss er Läufer A8 jetzt finden, um nicht matt zu gehen. Was hast du denn heute noch Schönes vor? Ein bisschen Family Time? Bisschen Family Time, genau. Ich glaube, die Kids sind schon draußen, da muss man auch gleich mal folgen. Und bei dir war das gar nicht so, dass Kinderkriegen zu Eloschwund geführt hat, oder? Läufer? Turm, H5, Turm. Achso. Ich habe zwar Läufer gesagt, aber du hast natürlich recht. Dame G5, Läufer Dame? C4 und Zerstörung. Ja, okay. Ah, es läuft natürlich Dame jetzt die für E6. 8. Ich dachte E6 jetzt wahrscheinlich am ehesten. Oh. Das Ups. ist auf einmal gar nicht mehr so klar. Nee. Muss man Dame schlägt H5 spielen wahrscheinlich. Ich dachte Läufer E6, aber ja. Ah ja, stimmt, Läufer E6 geht auch. Nee, Elo-Schwund ist bei mir nicht so richtig eingetreten dadurch. Allerdings, ich spiele ja auch kaum, dadurch habe ich auch wenig Chancen, meine Elo zu verlieren. Clever. Das ist in der Tat sehr clever. Ja, wir werden dich ja wieder Anfang nächsten Jahres, wenn die Bundesliga, was haben wir gesagt? Läufer E6, Geschlagen, ne? ne? Gesagt. Wenn die Bundesliga weitergeht, am ersten Brett von Aachen gegen die ganzen guten Eddies spielen sehen. Vielen Dank, AKChess15, für das zombiemäßige Hinterherlaufen. Ja, sag du mal. Ja, hau raus, das Ding. Und natürlich König. König. Ja, so richtig gut stehen wir nicht mehr. Aber wir haben mehr Zeit Naja. diesmal. Stimmt. Das ist mindestens ein Bauern wert. Johnny Englisch ist die englische Öffnung. Das stimmt, Fluto, selbstverständlich. Genau, Englisch ist Läufer. englische Öffnung und Johnny ist der Läufer E3, ja. Johnny Ist ist der. Rowan Atkinson. Ah, ganz schön cleveres Wortspiel. Turm? Läufer. Achso. Wir sind jetzt beide Brain und keiner mehr Hand. Boah. Ach so, ja, ich war eigentlich auf einer Ja, komm, ist Position. Ich egal. verstehe, ich verstehe. Läufer. Läufer? Ach so, Meinst nee, du? Turm. Ja, vielleicht auch Turm. Läufer, passt. Wir müssen hier auf Gabeln aufpassen. Gefährliche Figuren, diese Springer. Ja, Läufer D4, Turm Ja, komm. E6 und Ich mach Läufer. schon. Turm H6 oder F6 erstmal. Ah, ist egal. Erstmal ein Schach. Jetzt will er hier einsteigen. Ah, da passiert doch nichts. So Oder? klar ist das Entschuldigung. gar nicht. König A3. König Also. B4 vielleicht? Okay. Attacke! Attack, attack, attack. Oh, jetzt droht der auch noch. Haben wir das etwas clever, unclever König gehandhabt? B5. Einfach alle rausschlagen. Der
aber ist der natürliche Feind des Springers. Das stimmt. Das ist korrekt. Oh. Und der natürliche Feind des Turms ist die Festung. So haben wir's. So, komm, very last game. Oder so ähnlich. Okay, Arca Chess, Arca Chess. Any time control, any chess variant, any custom challenge will be accepted. So choose whatever floats your boat and we'll accept your challenge. So, nochmal die... Oh, already there. Ah. Boom. Okay, I'm AK. Da ist AK. Das könnte AK die Neidisch sein. AK. Der könnte aber auch auf Deutsch uns schreiben, meinst du nicht? Ich spiele, wie AK die Neidisch mal gegen mich mit Schwarz gespielt hat. Erstmal. Und jetzt kannst du mir Tipps geben. Ich glaube, ihr hatte G6 sogar gemacht. Okay, so, sag. Figur. Figur. Ah, ich, Bauer. Du musst Bauer sagen. Bauer. Ich sag einfach so lange Bauer, bis er auf mich kommt. Bauer. Oh Mann. Ja, wunderbar, das funktioniert doch perfekt hier. Wir haben jetzt 7 Bauerzüge gemacht. So, mach. Springer. Ja, H4 muss er nicht spielen, natürlich. H4 drohte noch nicht. Hätte ich nochmal Bauer gesagt sonst. Springer. Sprich. Ja, wir haben ja jetzt Zeit. Das ist ja jetzt 5 Minuten. Das ist ja dann ja ein bisschen entspannter. Sprich. Läufer. Schauen wir uns den Ackermann. Oh, aus Indien. Das hätte ich eigentlich, das hätte ich eigentlich wissen müssen. So, das hat Dame? Man gemerkt. Damen. Die Inder, die machen sowas. Die Stream-Snipen. Also. Springer. Attack. Sehr unangenehm jetzt für ihn. Ja, wobei, er kann das ja auch machen eigentlich. Ja, genau. Ich hätte auch den anderen Springer genommen, aber... Jetzt Springer E5 gespielt, oder was? Ja, wahrscheinlich, aber... Okay. Ja, das Problem ist, wenn er F3 spielt, hüpfen wir hier hin, wenn er F4 spielt, hüpfen wir dahin. Vielleicht... Gut. Springer? Welcher? Wohin? Was? Warum? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Egal. Ist egal. So, lassen wir nochmal Schachspielen jetzt zu Ende entwickeln und dann unseren langschrittigen Läufer am Damenflügel einsetzen. So, also den Knightbot, wenn er noch einmal kommt, dann werde ich den wegen Belästigung anzeigen. Das ist nicht mehr in Ordnung hier. Komm, sprich, King Zlatan schaut uns zu. König. Ein Schüler von TBG. Wer schaut uns zu? King Zlatan. King Zlatan, ja, King Zlatan. Hat doch mal sowas gesagt wie, man braucht nur den Zwerg und mich und alle anderen können wir vergessen oder so, ne? Über Messi. Ja, ja. Genau. Du musst sprechen. Bauer. Bauer. Oh nein. Christian, was machst du eigentlich am 6. Dezember? Ich glaube, ich muss da irgendwas vortragen, aber ansonsten bin ich der Nikolaus hier. Bauer. Welcher Bauer? Was willst du von mir? Am 6. Dezember findet nämlich ein Teamkampf zwischen den ganzen Teams von den Streamern statt. Und da könnt ihr gerne noch für Chessmy teilnehmen. Bauer. Sprich, was willst du die ganze Zeit von mir? Ich verstehe es nicht. Nein, noch nicht den. Was willst du? Den oder den oder? Ja, den. Jessamy ist schon auf Platz 5 zurückgefallen in der Startrangliste. Das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Also tretet ein, spielt mit. Sprich. Springer. Und nochmal Springer. Und wirkt mit für Jessamy. Vielleicht. Und du könntest es auch machen, Christian. Wenn du mit welchen Darts ich spiele, wird gefragt. Ja, das ist eine gute Frage.
Das sind, glaube ich, so reine Anfänger-Darts. Ich weiß nicht, ob die Namen haben. Läufer? Schach, oder? Ja, keine Ahnung. Schach gesehen, Schach gegeben. Nein, gut. Und wenn er jetzt König F1 macht, dann ist die Partie zu Ende. Schade. Läufer. Ah ja, Läufer D4 war gut. Ja, immer noch rein. Jetzt bröselt das auseinander. Naja, auf jeden Fall, Leute. Kommt mit, macht mit beim Nikolaus Teamkampf. Läufer. Und werdet vorher Mitglied im Team Chessamy. Der Link dazu steht auch in der YouTube-Videobeschreibung. Und auch bei Twitch inzwischen. Bei unseren sozialen Medien, sogenannten. Okay. Bauer. Oh nein, doch nicht. Ist nicht so gut, ne? Nee, willst du es revidieren? Berührt geführt, oder? Wie ist das? Gibt's das hier auch? Gesprochen. Dann nehme ich mal gesagt. Leute. Gesagt, gewagt. Gefragt, gejagt. Ja. Läufer. Oder Bauer zuerst, ja. Bauer? Was? Ja. Ah, Dame E6 kommt Läufer G5, ja, du kleiner Fuchs. Habe ich natürlich nicht gesehen, da geht Dame E6, aber Turm H8 sieht auch nicht schlecht aus. Oder irgendwas. Ja, Dame E6. Turm. Ja, ist ein komischer Läufer hier. Aber Bauer mehr. Jetzt kommt natürlich vielleicht F5. Wir können hier sowas schon gleich machen. Aber wobei, ja, vielleicht sollten wir die F-Linie nicht so schnell öffnen. Machen wir denn nach F5? Wo ist das Problem? Schlagen und dann Dame C6? Ja. Vielleicht sogar zweimal schlagen, ne? Schlagen, schlagen und dann Läufer G5? B3, er will sowas bestimmt machen. Der Schuft. Wir können A4 spielen und ihm die Tour vermasseln. Ja, dann mach das. Nee, oder wir spielen den. Ich sag mal Bauer, dann kannst du dir überlegen, was du machen willst. Ja, der ist wahrscheinlich schlechter, aber der ist lustiger. Ja, dann mach den. Es hat einen gewissen Mehrwert, Leuten auf die Nerven zu gehen und ihre Ideen zu verhindern. Das ist psychologisch zermürbend. Und wehe, wir bekommen diesen Bauern. Dann haben wir quasi schon eine Dame. Ah, guck, dann macht er schon Fehler. Sprich. Bauer. Läufer und dann Dame. Erst Läufer? Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Okay. Seeker. Seekerdart. Wie ist dein Holländisch so inzwischen? Ui. Slash. Den können wir jetzt nicht schlagen, ja? Können wir schon schlagen. Achso. Ja, dann nee, spielen E6, nee, ne? Das ist. Nee, ja, ich dachte, König F6, Läufer. Ne? Dame F5. Geht schon. Oh, upsi. Okay, dann lassen wir das lieber. Das klappt nicht. Dann kommt. Ja, das passt schon. 8 sieht ganz gut aus, ne? Meine ich. Okay, das tüten wir ein und ich glaube, dann aber reicht es auch für heute. Ah, der mit den Darts winkt. Hier sind die Darts. Achso, nochmal Fake-weise in die Triple 19 reingesteckt und dann gewinnen wir das Spielchen jetzt hier. Das stimmt, das hat Christian vorhin noch gemacht. Läufer? Und dann wieder Läufer. Freilich. Turm. Echt? Wohin? Dahin?
Ja. kommen. Dann mach das mal, Wolfer. Okay, den Rest wirst du wohl so Das traust du sogar mir zu. abtragen können. Jawohl, Ilja, ganz stark. Ach, das war gar nicht nötig, war schon matt. Sieht aber schön aus. Fast patt, aber nicht ganz. Gut. Gut. Okay, ich glaube, das reicht dann für heute. Christian, vielen, vielen Dank dir, dass du dich einverstanden erklärt hast. Einfach so zum Spaß heute mitzustreamen. Ich habe mir überlegt, vielleicht eine wiederkehrende Sonntagsshow mit Gästen zu etablieren. Mal gucken, ob das hinhaut in den nächsten Wochen. Das war auf jeden Fall ein süßer Anfang, eine wundervolle Art. Die Adventszeit zu starten. Zum Beispiel das. Ich wollte was nicht ganz so Jugendfreies sagen, aber Ein paar besinnliche Schachpartien. genau. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast auch sehr, sehr geholfen bei sämtlichen Partien, vor allem bei den Abarten. Geht alle Christians YouTube-Kanal abonnieren. Das lohnt sich wirklich. Das ist allerbeste Unterhaltung. Ich gucke mir viele Videos an, wenn ich mal die Zeit habe. Ja, und Ja, also wie gesagt, eher auf Varianten und so, solche Sachen. Was mir gerade in den Sinn kommt, ich mache das nicht so auf Abo-mäßig und ich will das eigentlich auch nicht so richtig groß haben. Deswegen müsst ihr das natürlich auch nicht machen, weil das eigentlich soll das eher so ein Underground-Channel für Buddies und so weiter sein. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn Ilja das hier ein bisschen bewirbt. Solange mich der Nightbot dann irgendwann in Ruhe lässt und mir nicht heute Nacht noch eine E-Mail schreibt, was für ein geiler Typ ich bin, dann ist alles gut. Also. ja, also die Leute hier, die Leute aus der Chesame-Community sind wirklich alle ganz feine Kerls und deswegen kannst du dich da über jeden Abonnenten, der darüber kommt, gerne freuen. Okay, Coolio. gut, alles klar. Christian, dann wünschen wir dir noch einen schönen Sonntagnachmittag. Bleib gesund, ne? Und deine Familie auch. Und ja, wir danken auch allen Zuschauern heute, natürlich auch allen Spielern und allen Chattern. Vergesst nicht, uns zu folgen bei Twitch und zu abonnieren bei YouTube und am besten noch einen Daumen hoch dazulassen und eine Benachrichtigung einzuschalten für alle neuen Videos, die rauskommen. Und bis Mitternacht gibt es noch 25% auf alle unsere Kurse Rabatt. Das wäre gelacht, wenn ihr davon keinen Gebrauch macht. Das ist wahrscheinlich das einzige Mal im Jahr, dass wir auf das gesamte Sortiment 25% Sale Rabatt erheben. So, das war jetzt genug der Werbung und jetzt müssen wir noch raiden. Christian, wir müssen noch raiden. Was ist das? Ich bin da total raus aus diesem ganzen Ja, also man kann bei Twitch seine Zuschauer an einen anderen Streamer weiterleiten. Und das machen wir jetzt auch. Wir können das zusammen. Aber wir können uns das zusammen aussuchen hier, an wen wir unsere Zuschauer weiterempfehlen wollen. Zum Beispiel. Ja, Kugelbuch auch ein Schachstreamer. Ich verstehe es nicht. Warum hat der 281 Zuschauer hier? Und der hat viel weniger. Ah, nee, 2000. Okay. Ja, an den könnten wir zum Beispiel euch weiterleiten. Liebe Leute, das ist, soweit ich sehen kann, der Einzige, der hier auf Deutsch gerade streamt. Also machen wir das einfach. Der freut sich bestimmt. Der hat sich schon mal gefreut. Ich glaube, ich habe an ihn schon mal geradet. Wollt ihr zu Kugelbuch, Leute? Oder fällt euch was Besseres ein? gut, ich Ich bin sehe. raus aus der Nummer. Bis bald. Ja, okay, Christian, mach's gut. Ich mache auch noch eine Minute. Ja, Aber wir gut. können gerne auflegen. Dann rate mal. Jo. Alles klar. Ach so, ja, komm. Das dauert wirklich nur noch eine Minute. Ja, dann hau raus. Dann machen wir hier Raid. Kugelbuch. Fettarm. Fettarm? Streamt er gerade? Okay, machen wir das. Fettarm. Coupé. Gucken, ob das klappt. So, sag mal Bescheid, ob der Raid funktioniert hat. Und dann sind wir raus. Christian, dann haben wir frei für heute. Tschüss. So, ja, hat geklappt. Alles klar. Also Leute, euch noch einen schönen Nachmittag und bis spätestens Donnerstag wieder. Macht es gut. Und danke dir nochmal, Christian. Ciao.